Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Als allererstes möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Christian Durstewitz bedanken, der uns so ein bisschen die Wartezeit ein bisschen überbrückt hat. Und ich finde es ganz toll, weil er hat sehr, sehr lange keine Konzerte mehr gespielt. Aber als ich ihn angefragt habe, hat er sofort gesagt, Thomas, sehr, sehr gerne. Also herzlichen Dank und nochmal ein kleiner Applaus für Christian. Ich sehe hinten noch sehr viele Leute stehen. Wir haben hier vorne noch ein paar Plätze frei. Also wenn jemand noch gerne sitzen möchte oder im Laufe des Abends sich anders überlegen möchte, dann kann er gerne noch hier nach vorne kommen. Dann würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, man versteht mich sehr gut. Einfach mal so hintere Zeichen, Daumen hoch. Ja, versteht ihr mich? Wunderbar. Ja, man ist nicht jeden Abend gewohnt, mit einem Mikrofon auf einer Bühne zu stehen. Aber umso mehr freue ich mich, dass trotz Skispringen und diverser Jahreshauptversammlung wirklich der Raum sehr, sehr schön voll ist. Und dass Sie alle hier sind, über jeden Einzelnen freue ich mich. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ja, ganz besonders möchte ich mich gerade am Anfang die Situation nutzen, um meiner Frau, meiner Familie zu danken, die mich in letzter Zeit sehr stark unterstützt haben. Mein Vater heute an der Technik und diverse andere Leute, die heute geholfen haben, einzuräumen, zu dekorieren. Wenn man, wie ich, parteilos und unabhängig antritt, ist es nicht ganz so einfach. Umso wichtiger ist es, dass man die Familie, Freunde und andere Unterstützer hat, die einem an der Seite stehen. Und deswegen muss ich einfach sagen, gilt diesen Personen meinen absoluten Dank, weil ohne die würde ich das alles nicht schaffen. Herzlichen Dank dafür. Als allererstes möchte ich mich gleich persönlich vorstellen, so ein paar Dinge über mich und mein Leben erzählen und dann werde ich 7 Punkte, die ich mir rausgesucht habe, heute Abend kurz vorstellen. Währenddessen können Sie immer nach einem Punkt Fragen stellen. Da können Sie einfach ganz kurz die Hand heben und dann wird eine der jungen Damen hier vorne, das eine ist meine Tochter, kommen, Ihnen das Mikrofon geben, dass jeder auch die Frage gut versteht. Ansonsten, wenn jemand aber sagt, ich möchte gerne eine Frage stellen oder Kontakt aufnehmen, möchte die aber nicht gerne öffentlich stellen, wir haben euch auf den Platz Kugelschreiber, Blöcke und ein paar Informationen gelegt, die könnt ihr gerne nutzen und am Ausgang steht eine Feedbackbox, eine Fragebox, dort einfach reinschmeißen, ist es nur ein Feedback und ihr wollt keine Antwort, reicht einfach das draufschreiben. Wenn ihr sagt, ich hätte aber gerne eine spezielle Antwort, dann bräuchte ich eine Kontaktadresse, eine Mail oder eine Telefonnummer. Und dann verspreche ich Ihnen, meine Damen und Herren, dass ich auf jeden Fall zurückrufe und mich dann auch direkt bei Ihnen melde. Gut, das wäre soweit zum Organisatorischen. Ich hoffe, dazu gibt es keine Fragen. Und dann würde ich einfach mal starten. Als allererstes kann ich sagen, mit Tug und Recht, ich bin hier in Korbach geboren. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Mein Namen, den würden wohl alle wissen, Thomas Kuhnhen. Und ich freue mich, dass ich jetzt als Bürgermeisterkandidat von der Korbacher Stadt antreten darf. Mein Motto ist 14 Orte, eine Stadt. Da werde ich gleich noch drauf eingehen, wie ich mir das alles so vorgestellt habe. Ja, nachdem ich in Korbach geboren bin, hatte ich die erste tolle Aufgabe. Ich wurde nämlich mit einem Jahr in die Korbacher Schützengilde aufgenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir die Vereine und die Traditionen so ans Herz gewachsen sind. Aber das mache ich mittlerweile seit 40 Jahren und mittlerweile auch wieder aktiv. In meiner Jugendzeit habe ich viel Zeit beim TSV Korbach verbracht. Badminton, Fußball, Leichtathletik gemacht. Das war so mein Leben. Und ich glaube, das hat mich dann auch geprägt und das alles bis heute. Dann habe ich die Realschule besucht, hier in Korbach. Später bin ich dann nach Bad Wildungen, habe dort meinen Physiotherapeuten gemacht. Und dann ist mir leider aufgefallen, dass mir einige Dinge damals schon in Korbach gefehlt haben. Ich darf erinnern, wir hatten damals kein Kino,
Wir hatten damals kein Bolzkord. Wir hatten damals viele Dinge nicht, die wir heute als selbstverständlich sehen. Und so hat es mich dann mit 19 Jahren in die Schweiz gebracht. Dort habe ich dann den diplomierten Physiotherapeuten noch abgelegt, habe dann dort ein Jahr gearbeitet, bin dann weitergezogen nach Ägypten, Frankreich, Griechenland und am Schluss wieder in die Schweiz, so dass ich hinterher knapp meine 5 Jahre auch voll hatte. Dann habe ich mich mit 24 hier in Korbach selbstständig gemacht, habe mein Unternehmen hier Luftlinie 150 Meter in der Klosterstraße eröffnet und war dort als Ein-Mann-Unternehmen unterwegs. Ein-Mann-Unternehmen oder ich AG, wie man so schön sagt, das klingt am Anfang sehr lustig. Wenn man aber dann merkt, man ist in der Ein-Mann-Ich-AG von der Reinigungskraft, über der Marketing-Manager, über den Empfangsdame, über Aufräumen, über Mülldienst, über Therapeut, eigentlich ist man alles. Aber es war eine sehr prägende Zeit. Ich habe dann angefangen, langsam Mitarbeiter einzustellen. Dann lernte ich den Posten des Personalchefs kennen. Und ich muss einfach sagen, das ist auch nochmal eine ganz neue Herausforderung, wenn man mit Menschen, mit Mitarbeitern umgeht. Aber das hat mir besonders Spaß gemacht. Mittlerweile hat TK Physio 18 Mitarbeiter, teilweise in Vollzeit, teilweise in Teilzeit. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber ich habe noch eine zweite Leidenschaft. Nämlich 2012 saß ich mit ein paar Freunden zusammen und wir haben überlegt, was in Korbach fehlt, was man vielleicht machen könnte. Ins Kino konnte man damals nicht. Und da habe ich mir so überlegt, es gibt die Möglichkeit, entweder zu jammern oder mit anzupacken. Und damals habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, mit anzupacken. Ich habe mir die verschiedenen Parteien angeschaut und habe mich dann bewusst für die Freien Wähler damals entschieden und hatte damals das Glück, dass ich innerhalb von 2 Monaten zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. Ich machte dann den ersten Wahlkampf mit. Ich wurde dadurch Stadtverordneter, die Freien Wähler hatten damals das beste Ergebnis, was sie bis dahin hatten. Und so ging mein Weg weiter. Ich durfte dann in die Verbandsversammlung beim EWF. Ich war in einem Gremium vom Haus am Nordwall, was auch städtisch ist. Und so hat sich das dann wie ein Faden durchgezogen. Und besonders habe ich es genossen, alle 6 Wochen zu einer Stadtverordneten-Sitzung zu gehen. Alle 6 Wochen konnte man nun seine freie Meinung, seine Ideen, seine Wünsche äußern. Man hat sich hin und wieder natürlich auch mal mit politischen Kollegen auch mal gestritten, aber das gehört zu einer Demokratie dazu. Und deswegen finde ich es dieses Jahr auch gut, dass es viele Kandidaten gibt, denn Demokratie und Wahl ist das, warum wir heute auch hier sind. Das alles habe ich dann gemacht. 2021 waren die nächsten Kommunalwahlen. Dort sind wir wieder angetreten. Da war ich dann schon der erste Vorsitzende der Freien Wähler, also kurz gesagt von 2016 bis 2021. Da haben wir noch ein besseres Ergebnis von den Freien Wählern gehabt und da habe ich mir eigentlich schon innerlich überlegt, Politik macht mir so viel Spaß und ich brenne für Politik. Ich möchte gerne in Korbach was verändern. So dass ich dann gesagt habe, ich würde gerne im Kopf schon an ein Thema wie Bürgermeister denken. Dann habe ich mit meiner Fraktion gesprochen, haben dort einiges besprochen. Ich habe dann gesagt, dass ich gerne in den Magistrat gehen würde. Dieser Magistrat trifft sich jede Woche, immer meistens montags, und hat dort sehr, sehr viele Themen. Angefangen von Baugrundstücken, über Kindergärtenplan, über Auftragsvergaben, sehr engen Kontakt auch zu den Abteilungsleitern. Also das war so das, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und so bin ich dann eigentlich auch in den Magistrat von den Stadtverordneten gewählt worden und mache das seit 2021. Ja, das war so mein politischer Werdegang. Und ich muss sagen, es macht mir heute immer noch richtig viel Spaß. Ich gehe gerne ins Rathaus, egal ob montags, egal ob in die Ausschüsse, wenn ich neue Dinge höre, wenn wir neue Ideen anstoßen können. Und das ist eigentlich auch mein Antrieb,
warum ich gesagt habe, ich lasse mich jetzt als Bürgermeisterkandidat von Korbach aufstellen. Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren gute Erfahrungen gesammelt. Ich durfte mittlerweile 8 Haushalte, Finanzhaushalte mit aufstellen. Und das sind Dinge, die wirklich für uns auch wichtig sind. Ja, meine Damen und Herren, das war soweit erstmal zu mir persönlich und mein politischer Werdegang. Gibt es dazu erste Fragen? Familie? Ja, Familie. Familie ist doch gut. Das war zwar keine Frage, aber dass ich verheiratet bin und dass ich 2 Kinder habe, den Dean und die Tara, beide sind heute Abend auch hier. Beide haben mich unterstützt. Unter anderem liegen hier auch die ganzen Blöcke und Kugelschreiber auf eurem Stuhl und solche Dinge. Da haben die Kinder schon tatkräftig mit angepackt und dabei haben sie natürlich auch sehr viel Spaß. Ich weiß nur, als ich meinen Sohn damals gefragt habe, so nach dem Motto, ich würde gerne Bürgermeister werden, was haltet ihr denn so von der Idee? Ja, Papa, du bist eh schon jeden Abend fast unterwegs für Politik und für deine Wirtschaftsjunioren und für die Praxis und was du sonst so machst. Du kannst gerne einfach so weitermachen. Also von daher war das für uns dann eigentlich auch eine ganz gute Sache. Gut, sonst irgendwelche Fragen oder irgendwas vergessen? Ich würde einen ganz kleinen Schluck trinken. Man merkt, wenn man so auf der Bühne steht, ist das doch was anderes, wie wenn man sich einfach normal unterhält. Ich hoffe, Sie alle haben auch ein Getränk bekommen, sodass alles gut versorgt ist. Wenn noch jemand Durst oder irgendwas hat, dann kann er gerne noch nach vorne gehen und sich da natürlich auch noch bedienen. Als allererstes ist das Thema Finanzen. Ich selbst als Praxisinhaber muss einfach sagen, es gibt 2 wichtige Dinge. Das allererste sind meine Mitarbeiter und das zweite, damit ich meine Mitarbeiter auch bezahlen kann, damit der Laden überhaupt läuft, sind die Finanzen. Bei einer Stadt wie Korbach ist aus meiner Sicht sogar das Thema Finanzen noch viel wichtiger. Wir haben zwar also nicht, dass die Mitarbeiter jetzt weniger wichtig sind, das will ich auf gar keinen Fall, sondern man muss die Mitarbeiter und die Stadt und alles, was da dran hängt, natürlich auch bezahlen. Und deswegen kann ich nur sagen, fangen wir heute mit den Finanzen an. Das hier war mein Ordner für den Haushaltsplan 2024. Wir haben da den Haushalt 23 verabschiedet im Ergebnishaushalt. Und ich möchte Ihnen wirklich nicht Langeweile verbreiten, aber so ein paar Zahlen würde ich Ihnen gerne nennen. Der aktuelle Ergebnishaushalt der Stadt Korbach sind 77 Millionen Euro. Das ist erstmal eine richtig stolze Summe. 77 Millionen, damit kann man einiges machen. Wenn man sich aber anschaut, dass wir diesen Haushalt unterm Strich exakt fast auf null eingenommen und ausgegeben haben, da muss man sagen, der Kämmerer, der heute Abend auch hier ist, hat das mit dem Stadtverordneten und dem Magistrat richtig gut hingekriegt. Das ist eine gute Aussage. Wir haben die schwarze Null. Das ist schön. Leider trügt der Schein so ein bisschen, denn von diesen 77 Millionen sind 21 Millionen Schul- und Kreisumlage. Das bedeutet, 21 Millionen gehen direkt an den Kreis. Der baut dafür zwar Kreisstraßen, der unterhält dafür das Kreiskrankenhaus in Frankenberg, der macht dafür die Schulen und solche Sachen. Aber 21 Millionen ist erstmal eine ganze große Stange Geld. Und wenn man weiß, dass der Kreis schon angedeutet hat, dass er nächstes Jahr 18 Millionen mehr ausgeben muss, dann wird das für die Kommune Korbach einfach ca. 1,5 bis 2 Millionen Euro mehr Ausgaben. Und dann ist das, was ich eben so schön formuliert habe, wir kommen auf die Null, eben nicht mehr der Fall. Und gerade dafür ist es wichtig, dass in Korbach in Zukunft aus meiner Sicht ein Bürgermeister da ist, der die Sache Haushalt, der die Sachen Finanzen im Idealfall auch über Jahre kennt. Denn ich muss Ihnen sagen, wir machen nicht den Haushalt für ein Jahr, nicht für 2 Jahre, sondern wir haben die Zahlen teilweise schon bis 2027 dort vorgeplant, informiert und diese Sachen nutzen wir auch. Das heißt,
Da ist es aus meiner Sicht enorm wichtig, wobei der Kämmerer und die Abteilungsleiter natürlich genau wissen, was sie tun. Aber wir werden in den nächsten Jahren sparen müssen etwas oder wir müssen mehr einnehmen. Das ist die andere Möglichkeit, die werde ich gleich auch nochmal vorstellen. Aber wir müssen uns etwas überlegen, wie wir dieses Geld irgendwie wieder hinbekommen. Und da kann ich Ihnen sagen, da werde ich mein Bestmöglichstes tun, dass wir auch in Zukunft die schwarze Null schreiben. Denn aus meiner Sicht muss eine Kommune rentabel und positiv arbeiten. Entweder weniger ausgeben oder mehr einnehmen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel und da werde ich mich definitiv für einsetzen. Ich habe ja gesagt, nur 3-4 Zahlen. Das Thema Finanzen ist auch gleich schon zu Ende, keine Sorge. 21 Millionen Schul- und Kreisumlage. Circa 21 Millionen geben wir für Personal aus, Klammer auf, nicht nur im Rathaus, auch unseren Bauhof, auch die Museumleitung, Stadtbücherei und alle Dinge, die da so mit dran sind. Es ist eben nicht nur das Rathaus und die Verwaltung, sondern die Stadt Korbach hat enorm viele Gebäude, enorm viele Personal, was wir da unterstützen und vor allem natürlich auch bezahlen müssen. Dann haben wir ungefähr noch auch eine Riesensumme, 11 Millionen Euro für Kindergärten. Wobei in den 11 Millionen sind natürlich auch die Kosten fürs Personal schon drin, aber 11 Millionen, das ist gut. Und dann haben wir ungefähr noch 4 Millionen für Straßen, wo wir in hoffentlicher naher Zukunft die Strotherstraße, den Südring und andere Straßen dann auch mit erledigen können. Wenn man sich das anguckt, hat man 21 Millionen da, 21 Millionen da, 11 Millionen für Kindergärten, 4 Millionen für Straßen, macht 57 Millionen Euro, grob geschätzt. 77 Millionen hat man, das heißt, wir haben nur noch 20 Millionen für alle anderen Dinge wie Museum, Hallenbad, Freibad und diverse Dinge, die auf uns zukommen. Und genau da ist eigentlich die Sache, wir müssen das genau im Auge haben und können nicht einfach sagen, ach, uns ist das egal, wir geben mal hier oder mal da Geld aus oder wir organisieren irgendetwas, was wir uns hinterher gar nicht leisten können. Denn für mich ist eben wichtig, dass wir das alles ausgeglichen finanzieren können. Gut, mehr möchte ich Ihnen zu Zahlen und Fakten nicht sagen, es sei denn, Sie möchten mehr wissen. Gibt es Fragen zu dem Thema Finanzen und Ergebnishaushalt von Ihrer Seite? Ja. Kann man hin? Wenn es so. Ich hätte gerne interessiert, wie hoch in dem Haushalt etwa Zins- und Schuldendienst sind. Okay, auch das ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn man eine Kommune, eine Stadt nach vorne bringen möchte, dann muss diese Kommune auch Schulden aufnehmen. Ohne das kriegen wir kein neues Rathaus, ohne das konnten wir kein Goldbad bauen. Solche Dinge konnten wir nicht machen. Wichtig dabei ist, dass wir jedes Jahr in unseren Tilgungen genau den Betrag drin haben, sodass A, die Bank glücklich ist und B, natürlich auch, dass wir diese Projekte dann schaffen. Roundabout haben wir, wenn der Kämmerer jetzt da ist, dann muss er nur nicken, ca. 40 Millionen, er nickt, genau 40 Millionen haben wir ungefähr an Dingen, die wir ausstehen haben. Wobei, wenn man alleine weiß, wie teuer unser Korbacher Rathaus war, und das Hallenbad, dann weiß man, so viele andere Dinge haben wir nicht. Was wir top in Schuss haben, sind die Feuerwehrhäuser. Wir haben noch 14 Feuerwehrhäuser, nur noch 13 Feuerwehren auf den Dörfern und eine Hauptfeuerwehr, also auch 14. Aber auch diese Häuser sind natürlich teilweise über Schulden finanziert. Aber wir haben auch noch einen Rückstand. Wir haben knapp jedes Jahr, wenn wir im Haushalt etwas Geld überhaben, legen wir das zurück. Das ist praktisch die Habenseite. Und da haben wir knapp 21, mit den neuen Zahlen glaube ich 23 Millionen. Also ungefähr 23 Millionen auf der Habenseite. Wir können aber nicht einfach sagen, wir nehmen das von der Habenseite
und schicken das auf die andere Seite. So leicht ist der Finanz- und Ergebnishaushalt leider nicht, dass man es vermischt, sondern wir können da so an das Geld nicht ran, sondern wir müssen das langsam nach und nach machen. Ist die Frage damit beantwortet? Ja. Wunderbar. Hier vorne ist noch eine andere Frage. Karin, geh mal einmal in die Mitte, bitte. Ja. Meine Tochter hat auch Spaß, wenn sie ins Mikrofon bringen kann. Und dann... Dankeschön. Axel Krüger. Ich höre entweder weniger ausgeben oder mehr einnehmen. Mehr einnehmen höre ich nicht so gerne, weil dann müssen wir als Bürger ja entsprechend mehr bezahlen. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wir weniger ausgeben. Wo sind denn da Möglichkeiten, wo einzusparen ist? Ja, danke für die Frage, Axel. Die Frage, wo man natürlich spart, erlebt man gerade auf Bundesebene. Spart man bei den Landwirten, kommen die. Spart man bei denen, kommen die. Also egal, wem man Geld wegnimmt, irgendeiner ist hinterher nicht glücklich. Deswegen bin ich eigentlich nicht nur dabei, die Gewerbesteuer oder irgendwas zu erhöhen, sondern vielleicht einfach mehr Gewerbetreibende hier hinzuholen. Um dann zu sagen, wir haben mehr Leute, die hier hinkommen, wir haben Leute, die unsere Wirtschaft ankurbeln, dann brauche ich auch die Grundsteuer A und B nicht zu erhöhen, wenn ich, Klammer auf, den Leerstand in der Fußgängerzone und die großen Gewerbeflächen, die wir jetzt gerade als Stadt wieder erworben haben, wenn wir die in Anführungsstrichen füllen und dann können wir damit, glaube ich, auch unsere Kassen voller machen. Und dann brauchen wir nicht bei den Ausgaben sparen, in Anführungsstrichen, und auch nicht die Gewerbesteuer oder Grundsteuer A und B erheben. Weil das ist absolut nicht mein Ziel und ist für mich auch der falsche Ansatz zu sagen, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen, das möchte ich eigentlich nicht. Wobei das natürlich nicht der Bürgermeister entscheidet, sondern das entscheiden die Stadtverordneten. Das kann man vorschlagen, da kann man eine Meinung zu haben, aber bei vielen Themen ist der Bürgermeister eigentlich nur, wie sagt man so schön, vielleicht der Kapitän am Lenkrad, aber die Segel setzen und den Wind richtig einordnen und alles, das müssen dann eben die Stadtverordneten oder auch solche Leute tun. Gibt es weitere Fragen zum Thema Finanzen, Ausgaben, Einnahmen? Das ist nicht der Fall. Wunderbar. Als zweiten Punkt hatte ich eben schon gesagt, mich interessieren Menschen. Ich interessiere und arbeite den ganzen Tag mit Menschen. Ich komme viel ins Gespräch mit Menschen. Und hin und wieder hört man eben auch, dass Menschen Sorgen haben, dass Menschen sich wie ganz normal einfach auch irgendwo mal an Sicherheit klammern möchten. Und da gibt es einige Punkte und ich fange heute mal ein bisschen anders an. Ich fange nämlich mit den Kleinsten an. Die Kleinsten im Kindergarten sind das, wo ich sage, die können sich am wenigsten wehren und da muss die Stadt weiterhin, ich sage nicht müssen, sondern weiterhin. Denn wir haben in den letzten 2 Jahren 5 Kindergärten gebaut. Ja, ich möchte es ganz kurz nennen, weil ich finde es einfach faszinierend. Ich war als Stadtrat mit beteiligt und habe teilweise auch die Pläne gesehen und deswegen muss ich einfach sagen, wir haben in Strothe einen Waldkindergarten, einen Kindergarten für innovative Ideen, der wird jetzt gerade erst eröffnet, ist unser neuestes Projekt. Wir haben oben früher Markusgemeinde oder heute heißt er Arche Noah, haben wir einen Kindergarten, der von der katholischen Kirche betrieben wird. Wir haben Evangelisch, Entschuldigung, ich nehme alles zurück und behaupte, es geht kein Evangelisch. Gut, dass man in der zweiten Reihe hier jemanden hat, der mich noch ein bisschen korrigiert. Wir haben in Meinlinghausen, sind wir gerade dabei, ich freue mich auch, dass der Ortsvorsteher heute hier ist, einen Dorfkindergarten gebaut. Wir haben in der Friedrichstraße 2 Räume noch angebaut, also erweitert. Und somit dann als letztes, habe ich es oben angeschlagen, noch den Tante-Käthe-Kindergarten. Also wir sind rein raumtechnisch wunderbar aufgestellt. Das ist wirklich die Arbeit und der Dank der Stadtverordneten, des Magistrats, der Stadtverwaltung, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass wir 5 neue Kindergärten und dass wirklich fast jeder in Korbach auch einen Kindergartenplatz hat, der einen haben möchte. Und das finde ich richtig gut. Und da möchte ich mich ganz
bestimmt auch weiterhin einsetzen, dass das auch in Zukunft möglich ist. Moderne, gute Kindergärten von verschiedenen Trägern, das ist mein Ziel auf jeden Fall. Aber ein Kindergarten braucht natürlich einmal Steine, aber was er viel wichtiger braucht, sind Mitarbeiter. Und wir haben hier in Korbach das Fröbel-Seminar, die bilden jedes Jahr ca. 40 neue Erzieher und Erzieherinnen aus. Das ist für mich der Grundstein. Wir brauchen für jeden Bereich, egal, sei es in der Altenpflege, sei es in der Krankenpflege, sei es beim Kindergarten, brauchen wir Fachpersonal. Fachpersonal aus der Region, die in der Region bleiben möchte, die nächsten Jahre hier unsere Kinder, unsere Enkelkinder großzieht. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Diese Schulen, egal ob es im Krankenhaus, die Krankenpflegeschule ist oder das Fröbel-Seminar, aktiv auch aus städtischer Sicht zu unterstützen, zumindest das, was möglich ist. Wir haben nach den Kindern, kommen wir zu den Senioren. Auch da, muss ich sagen, sind wir gut aufgestellt. Wir haben mit Haus am Südwall, wir haben den Nordwall, also Haus am Nordwall städtisch, wir haben diverse Pflegeheime in der Enserstraße und so weiter. Wir bauen eventuell, oder eher gesagt, es wird von einem Investor gebaut. Auch da könnten wieder Steuereinnahmen kommen, da würden Arbeitsplätze geschaffen. Könnten wir eventuell da, wo die alte Post ist, noch einen neuen Platz für ein Altersheim oder eine Seniorenresidenz bekommen? Und genau solche Wege müssen wir gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass für Investoren genügend Bauraum, Platz ist, wo die Leute sich einfach niederlassen können und dann eben auch, ich sage jetzt mal, jeder kommt irgendwann in das Alter, auch sagen kann, ja, ich bin beruhigt, ich weiß, irgendwann bekomme ich vielleicht einen Platz im Seniorenheim und das ist für mich absolut wichtig. Gut, haben wir die Kinder, haben wir die Senioren, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, das sind die Jugendlichen. Jugendliche, höre ich ganz oft, so richtig viel los ist in Korbach nicht. Und wenn man sie dann fragt, wart ihr mal hier drüben gegenüber im Jugendhaus? Jugendhaus? Haben wir? Ja, wir haben ein Jugendhaus, wir haben einen Streetworker, der einen richtig guten Job macht. Der hat in letzter Zeit Sportevents organisiert, der ist mit den Leuten rausgegangen, Basketballturniere organisiert und der macht richtig viel für Jugendliche. Letztes Jahr war ich bei einer Kunstausstellung eingeladen, die Jugendliche gemacht haben. Und solche Projekte müssen wir wieder fördern. Das Gleiche ist natürlich auch verhältnismäßig mit Privatinvestoren, wie oben der Golfsport. Golf, ja. Mein Mund, ich muss gleich nochmal einen kleinen Schluck trinken. Aber auch diese Dinge sind für uns absolut wichtig. Wir haben hier, und damals war ich noch Stadtverordneter, da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben, wir haben mit mehreren Investoren gesprochen, ein tolles Kino mit einer super Bowlinganlage mit 8 Bowling-Sachen. Das ist aus meiner Sicht die Zukunft. Wir müssen Investoren holen, die da auch investieren, dann unsere Steuern bezahlen mit und dann kriegen wir hier auch wieder ein lebenswertes und liebenswertes Korbach hin, so wie wir uns das alle wünschen. Und dann müssen die Jugendlichen auch nicht irgendwo im Stadtpark sein, sondern sie können einfach diese Angebote nutzen. Da möchte ich als zukünftiger Bürgermeister, wenn es klappt, gerne auf die Investoren, aber auch auf die bestehenden Leute zugehen, möchte ihnen die Hand reichen und sagen, lasst uns das gemeinsam machen. Und dann, denke ich, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Gut, das wären erstmal so ein paar soziale Anrisse. Dass es davon natürlich noch viel, viel mehr gibt, und ich gehe gerne jetzt auch noch auf Fragen ein, würde ich das machen, aber ich wollte nur mal einen kleinen Anriss geben, was wir hier im sozialen Bereich definitiv haben. Gibt es von Ihrer Seite dazu Fragen oder Anregungen? Trauen Sie sich ruhig, oder? Nehmen Sie den Block, der vor Ihnen liegt, schreiben Sie gerne was auf und dann beantworte ich Ihnen die Frage hinterher. Dann ist das überhaupt kein Problem.
Und am Ende gibt es natürlich nochmal eine Fragerunde für alle Themen oder falls einem gleich noch ein Thema kommt, wo man sagt, das hätte ich gerne noch gewusst, dann ist das natürlich auch möglich. So, wenn wir dann diese ganzen jungen Leute hier nach Korbach holen wollen oder auch Leute, die vielleicht nicht mehr ganz so jung sind, sondern vielleicht die ein gewisses Alter haben, vielleicht auch alleinstehend sind, Singles sind und so weiter, die brauchen Wohnraum. Aber genauso brauchen auch mittlerweile Familien mit 4 oder 5 Kindern oder junge Pärchen. Wir brauchen wieder bezahlbaren Wohnraum in Korbach. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Anzeige irgendwo aufmache oder irgendwas sehe, 30, 40 Bewerber und ja, meine Damen und Herren, das ist dann kein Spaß, wenn man dann hinterher auch hört, ja, zu teuer oder kann ich mir nicht leisten oder was soll ich denn da überhaupt machen? Und da habe ich mir eigentlich 5 Dinge überlegt. Diese 5 Dinge kann ein Bürgermeister alleine nicht durchsetzen. Dafür braucht er die Stadtverordneten, dafür braucht er die Abteilungsleiter, dafür braucht er den Magistrat, das sage ich ganz offen vorneweg. Deswegen kann ich ihm das auch nicht versprechen. Aber ich kann ihm versprechen, dass ich Ideen habe und dass ich diese Ideen umsetzen möchte, so dass wir was bewegen können. Ob das dann hinterher die Mehrheit findet, das weiß ich nicht, aber dafür werde ich mich einsetzen. Meine allererste Idee ist da, wo wir gerade sind, in der Altstadt. Hier in der Altstadt, weiß ich, gibt es diverse Wohnungen, Klammer auf, Wohnraum, den man umbauen könnte, der aktuell nicht genutzt wird. Ich habe mich gestern erst mit jemandem unterhalten, der hat einige, ich will nicht sagen hunderte Quadratmeter, aber schon, dass man da mehrere Wohnungen bauen könnte. Und er sagt zu mir, ich baue es nicht, weil die Stellplatzsatzung ihn daran hindert. Die Stellplatzsatzung, meine Damen und Herren, sagt im Augenblick, jeder, der eine Wohnung oder Wohnraum schafft, muss 3.700 Euro bezahlen, um Wohnungen anbieten zu können. Und das, meine Damen und Herren, wollen die Leute nicht. Vor allem, weil dieser Stellplatz auch hier in der Altstadt nicht gebaut werden kann. Wir haben hier einfach keinen Platz. Das wissen wir alle. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn wirklich jemand hier in der Altstadt in diesem Bereich, nicht auf der grünen Wiese, nicht woanders, kommt und sagt, ich möchte gerne Wohnraum schaffen, nämlich hier auf den kurzen Wegen zur Stadt, vielleicht zum Arbeitsplatz, dann würde ich gerne entweder diese Stellplatzsatzung auf 0 Euro oder auf einen Minimalbetrag setzen. Und ich habe mich jetzt vor kurzem mit unserem Kämmerer zusammen hingesetzt und habe gefragt, wie viele Parkplätze wurden denn final abgelöst? Ungefähre Schätzung. 2, 3 im Jahr. Viel mehr sind es leider nicht. Das bedeutet, wir nehmen Leuten die Möglichkeit, sich zu entwickeln, ihr Potenzial aus den Häusern herauszuholen, nur weil wir diese Leute nicht machen. Also da ist für mich zum Beispiel kein Kostenersparnis, wenn kein Wohnraum entsteht, sondern da würde ich den Leuten lieber die Hand reichen und sagen, lassen Sie die Sache entweder ablehnen oder wegmachen. Aber wir müssen den Leuten wieder Mut machen, wieder in Wohnungen, in Wohnraum zu investieren. Das ist für die Korbacher Innenstadt aus meiner Sicht absolut wichtig. Gut, der zweite Punkt, den betrifft die Zukunft. Und da kann ich sagen, ich habe 2018 schon mal genau hier gestanden, da wurde unser Rathaus gerade abgerissen und da hatten wir hier unsere Sitzung und da habe ich damals schon gesagt, wenn neue Supermärkte gebaut werden, können wir die nicht modern bauen. Und für mich bedeutet modern, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit, wie ich es mir vorstelle, alle Parkplätze sind solarüberdacht. Hat mehrere Vorteile. Der erste, ich komme trocken in den Supermarkt, weil ich ja über mir ein Dach habe. Zweitens, ich muss keinen Grund und Boden mehr versiegeln, irgendwo auf der grünen Fläche, weil der Boden durch die Parkplätze sowieso versiegelt ist. Das dritte, was für mich ganz entscheidend ist, ich kann mein E-Auto wieder laden. Und das vierte ist, so ein Supermarkt braucht enorm viel Strom für die Kühlaggregate und damit könnte man den Strom ebenfalls nutzen. Das zweite, was ich mit den Supermärkten entweder in der Bauplatzsatzung oder so besprechen würde,
wäre, ich würde obendrauf, ähnlich wie es in der Strother Straße ist, Wohnungen auf den Supermarkt machen. Auch da haben wir weder Platzversiegelung, also kurz gesagt, wir sparen Grund und Boden, und wir könnten dann, was besonders schön ist, von den ganzen Kühlgeräten die Energie, die wir dort gewinnen, oder die Wärme, einfach nach oben nehmen und könnten dort mit die Wohnungen heizen. Das bedeutet, auch da würde wieder klimafreundlich gearbeitet. Und die ganzen Solarsachen, die wir auf den Parkplätzen haben, auch die können wir dann den Wohnungen zur Verfügung stellen. Und damit hätten wir eigentlich eine Win-Win-Situation. Und das Letzte, jeder sagt immer Parkplätze, ich hatte es eben auch schon. Wenn am Wochenende oder abends die Hausbesitzer da sind, dann sind die Parkplätze frei von den Kunden. Die können sich hinstellen. Und am Tag, wenn die Leute am Arbeiten sind, dann können natürlich die Kunden dort parken, sodass auch dieser Parkplatz optimal genutzt ist. Und das, meine Damen und Herren, wäre für mich so etwas, wie ich mir in Zukunft Bebauungspläne für große Supermärkte vorstelle. Die sind auch nicht mehr 800 Quadratmeter groß, sondern die neuen Supermärkte sind teilweise 1200 bis 1400 Quadratmeter. Und da sollten wir die Fläche definitiv besser nutzen, als das so zu machen. Und dafür würde ich mich einsetzen, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Die Stadt Korbach ist seit circa 2 Jahren an dem Thema Tiny Häuser. Als allererstes hat sich die Stadt Korbach gedacht, wir suchen einen Investor. Der Investor baut 4, 5 Häuschen und die werden dann entweder verkauft, vermietet oder irgendwas. Das ist leider nicht aufgegangen. Ich kenne heute auch hier einige Leute, die sagen, ich habe Interesse an einem Tiny House, aber ich bin ja kein Investor, der 5, 6 Häuschen baut. Deswegen würde ich mich einsetzen an dem Bebauungsplan, der schon steht, dass wir, nachdem wir gescheitert sind, das muss man einfach so sagen, mit dieser Investorsuche, dass wir sagen, wir parzellieren diesen Bereich und bieten das dann einfach den Bürgern an, diesen Wohnraum einfach da zu bauen, zu entstehen zu lassen, damit diese Menschen, die diese kleinen Häuser mögen, einfach auch vorankommen, weil sonst werden diese Leute über kurz oder lang vielleicht sogar Korbach mal den Rücken kehren und sagen, da kann ich ja kein Tiny House bauen und ich möchte das gerne und deswegen würde ich gerne da was machen. Und als Zweites, wir haben sehr, sehr viele große Grundstücke. Ich darf einfach mal sagen, Fischerweg, Steinrückweg und diverse andere große Grundstücke. Dort würde ich gerne mit den Stadtverordneten gemeinsam den Bebauungsplan so ändern, dass wir in den Garten dieser Häuser teilweise Tiny Häuser bauen können. Das heißt, wenn man sagt, oh, mein Kind möchte gerne bauen, ich habe ein großes Grundstück, dann würde ich meinem Kind dort etwas ermöglichen, dass es dort vielleicht ein Tiny House baut. Man hat die Kinder bei sich, man hat die Großeltern bei sich, man hat Synergieeffekte, die sich da mit Sicherheit sehr gut ergänzen. Und das, meine Damen und Herren, würde ich zumindest versuchen anzuregen, dass die Leute etwas tun. Weil nur vom Zugucken und alles so lassen, wie es ist, davon werden leider keine Tiny Häuser gebaut. Und ich persönlich finde Tiny Häuser gerade in der ökologischen Zeit wirklich sehr sinnvoll für den, der sagt, ich brauche wenig Platz, ich möchte gerne so leben. Und deswegen ist das für mich meine Idee, mein Plan. Aber ich muss es halt eben mit anderen gemeinsam machen. Und wo wir gerade beim Thema Baupläne sind, ich weiß, dass der ein oder andere mittlerweile sagt, ich würde gerne für meine Altersvorsorge ein Mehrfamilienhaus, einen Wohnblock oder irgendwelche diverse andere Dinge bauen, aber 2 Stockwerke oder 3 Stockwerke lohnt sich für mich einfach nicht. Und da würde ich mich freuen, wenn man dann ein gewisses Gebiet hat, wo man entweder, ich sag mal, extrem breitere Häuser oder vielleicht auch 5 oder 6 Stockwerke, mittlerweile kann man die auch sehr schön, also auch modern bauen, so, dass man hinterher sagt, man braucht nur eine Wärmequelle, man braucht nur ein Dach und vielleicht einen Fahrstuhl, aber dann hat man praktisch Wohnen übereinander. Ich selber weiß, wenn man unten drunter einen hat, oben drüber jemanden hat, in der Mitte die Wohnung, ist auch kostengünstiger. Ja.
Genau, wenn man so wohnt, ist das einfach praktisch. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, 6 Stockwerke hat, dann würden 4 Leute davon profitieren, oben und unten jemanden drüber und drunter zu haben. Das ist aktuell leider so, zumindest laut den aktuellen Bebauungsplänen, nicht möglich. Aber da würde ich mich gerne für einsetzen, dass man das Investoren ermöglicht. Ob es hinterher Investoren machen, ob hinterher Mieter bereit sind, einen günstigeren Miet zu bezahlen, aber dafür da reinzuziehen, das weiß ich nicht, das überlassen wir dem Markt. Aber ich möchte es den Leuten anbieten. Und für mich ist immer wichtiger ein gutes Angebot, als zu sagen, machen wir nicht. Also deswegen glaube ich, ist das die Möglichkeit, modernen, kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Und da würde ich mich auf jeden Fall auch für einsetzen. Denn ich glaube, mit Zinsen, da können wir nicht viel machen. An den Baupreisen können wir nicht viel machen. Also müssen wir den Investoren auf diese Art und Weise entgegenkommen. Und das würde ich gerne machen. Da würde ich dann auch Gespräche führen, um das in irgendeiner Art und Weise zu machen. Und deswegen hoffe ich, dass da Anklang findet. Meine letzte Idee betrifft Dörfer, aber auch hier in der Stadt, oben Holunderfluss und anderen Dingen. Ich würde sehr ungern mit Verboten, mit harten Regeln arbeiten. Wir brauchen Regeln, wir müssen auch gewisse Dinge machen, aber vielleicht, ich sage jetzt mal, Anreize schaffen. Sollte jemand eine Regenzisterne und daran die Toilettenspülung und so weiter anschließen, dann würde ich ihm vielleicht sagen, dann gucken wir, dass wir das Grundstückspreis ein kleines bisschen günstiger machen, wenn er diese Dinge dann auch erfolgreich umsetzt. Also ich würde eher mit einem Belohnsystem arbeiten, als mit einem vorgeschriebenen System, was dieser Mensch dann unbedingt machen muss. Und ob der seinen Giebel jetzt nach links hat, nach hinten hat, ob der da noch irgendwelche anderen Sachen hat, da würde ich ihm wirklich probieren, so flexibel wie möglich zu machen, ob er ein Flachdach macht. All diese Dinge müssen aus meiner Sicht heutzutage möglich sein. Ich glaube, die meisten Menschen, die ein Haus bauen, machen sich so viele Gedanken und haben ihre, ich sage jetzt mal, Informationen und ihre Sachen, dass man diesen Menschen vertrauen kann. Aber eine Sache muss ich sagen, die würde ich doch so ein bisschen einschränken. Und das sind diese Steingärten. Bei den Steingärten, sie sind schön, man kann sie haben, aber da würde ich schon sagen, auf einem bestimmten, ich sag jetzt mal Größe, aber wenn ich manchmal gucke und das Ganze ums Haus rum sind nur Steine, dann denke ich, das ist ein bisschen too much. Da würde ich mir eher wünschen, dass man sagt, vielleicht, ich sag jetzt mal 5% des Grundstücks dürfen mit einem Steingarten angelegt sein oder sowas. Aber nicht, dass jemand kommt und sagt, ich mache den ganzen Vorgarten. Diese Freiheit möchte ich dann doch nicht zu sehr ausreizen. Aber das ist ein persönlicher Geschmack von mir. Auch darüber entscheiden natürlich die Stadtverordneten. Und das muss man dann eben auch einfach schauen. Gut, das wären meine Ideen zum Thema Bauen. Ich habe hier mal so ein kleines Tiny House. Einfach mal neben so ein großes Haus gestellt. Ich finde, optisch passt es gut. Und so könnte ich mir das in Korbach auch in gewissen Bereichen sehr, sehr gut vorstellen und würde mich freuen, wenn das dann in Zukunft umgesetzt wird. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen? Entweder traut sich keiner oder ich habe es gut erklärt. Ich hoffe, es ist das Zweite. Hier vorne ist noch eine Frage, Tara. Guck mal. Ja, hallo Thomas. Dieter Hoffmann, weil du sagtest, jeder kann bauen, wie er möchte. Ja, erstmal ganz gut, aber in der Nähe von der Holunderflüsse, wir haben Bekannte gehabt, die wollten dort ein Haus bauen oder kaufen und der Nachbar oder die Nachbarn haben es so hoch gebaut, dass du praktisch 3/4 des Tages keine Sonne hast. Die sind vom Vertrag zurückgetreten. Ja. Und das Gleiche denke ich auch mit den Tiny-Häusern. Ich finde so ein Tiny House auch gut, auch gerade vielleicht für Menschen, die studieren, auch in Großstädten, die sagen, ich habe nicht viel Geld und kann sowas mieten, das ist sicherlich alles gut. Aber wenn man die totale Freiheit gibt und auch rechts, hab schon manche Rechtsstreite gesehen, da ging es ja um Regenrinnen, die ein Stück zu weit über den Nachbargrundstück lag. Das kann problematisch werden, wenn der eine sagt, ich baue dann 3 Stöcke hoch und der andere hat ein Tiny House und der hat vielleicht wirklich 3/4 des Tages kein Sonnenlicht. Ja,
herzlichen Dank für die Frage. Die ist absolut berechtigt natürlich. Und diesen besonderen Fall, den du gerade genannt hast, da muss ich leider sagen, der Architekt, der dein Haus baut, der ist nicht nur für dein Haus zuständig, sondern der ist auch dafür verantwortlich, dir zu erklären, was in der Nachbargrundstücken erlaubt ist. Und wenn ein guter Architekt vielleicht dir sagt, pass mal auf, du baust jetzt hier dein Haus hin, dein Traumhaus, und daneben ist ein dreistöckiges Haus erlaubt, weil es war vorher schon erlaubt, dann ist es leider aus meiner Sicht eher eine schlechte Beratung des Architekten gewesen, weil normalerweise weiß man das. Natürlich würde ich jetzt nicht in ein solches Wohngebiet hier erlauben, jetzt 5 Stockwerke zu bauen und daneben die Tiny-Häuser. Das macht keinen Sinn. Da muss man schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, differenzieren, wo man was macht. Aber es geht ja jetzt eher darum, ich sage jetzt mal, im Augenblick haben wir noch keine 5-stöckigen Häuser. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, in der letzten Ecke von der Holunderflosse an der Skyline, die letzten Häuser nach hinten, da würde man es zum Beispiel erlauben, oder ein neues Baugebiet oder irgendwas, darum geht es. Es geht um die Zukunft. Jetzt natürlich, wenn man seinen Architekten fragt, und die Architekten können einem das sehr genau sagen, in der Nachbarschaft ist das und das erlaubt. Und der kann bis auf 3 Meter im aktuellen Stand dran. Und wenn der den Abstand aktuell einhält und dann 3 Stockwerke draufbaut, dann ist diese Situation sehr traurig. Aber aus städtischer Sicht kann man da leider nichts machen. Ja, ist hart, aber ist leider so, kann ich auch nicht ändern. Gibt es weitere Fragen zum Thema Bauen, Tiny Häuser, Altstadt, Stellplatzsatzung, irgendetwas? Nö. Gut. Dann kommen wir zum Thema Wirtschaft. Aktuell sagt unser lieber Klaus, den ich sehr schätze, er wäre immer unser erster Wirtschaftsförderer, er wäre der Mann an der Spitze. Das kann man mit 23-jähriger Berufserfahrung auch machen und das ist er auch. Ich glaube, es gibt keinen Geschäftsmann, den er nicht persönlich kennt oder vielleicht auch, mit dem er schon einen schönen Abend verbracht hat. Das ist, ich sag mal so, ich habe auch ein sehr gutes Netzwerk, ich kenne viele Leute, aber ich weiß nicht, ob man das als Bürgermeister wirklich so angehen möchte, gerade wenn man, wie ich es eben dem Axel schon gesagt habe, neue Betriebe hier nach Korbach holen möchte. Das heißt, entweder, ich rede jetzt mal nicht von der Conti oder großen Betrieben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir Flächen haben für Betriebe, die auch mehrere 100 Mitarbeiter, Klammer auf, in die Wohnung, von denen ich eben erzählt habe, die dort sich niederlassen, die Arbeitsplätze schaffen, die unsere Steuern bezahlen. Und dafür braucht man jemanden, der A, hier aus der Region kommt und sich hier auskennt, aber man braucht auch jemanden, der vielleicht mal über den Tellerrand hinausguckt, der große Betriebe kennt, diese Betriebe anspricht und denen dann erklärt, Korbach in der Mitte von Deutschland, lagetechnisch optimal, mit Seen, mit Bergen, mit Skigebiet, heute Abend Skispringen, deswegen vielleicht der ein oder andere auch nicht hier, aber wir haben alles, was sich Menschen wünschen. Diese Vorteile muss man den Unternehmen erzählen, man muss ihnen erklären, dass wir hier gutes Fachpersonal haben, dass wir hier Berufsschule haben, gute Ausbildungen haben und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann hier das ein oder andere Unternehmen nicht nur in die Fußgängerzone, sondern auch auf die grüne Wiese wieder planen und dann auch für Korbach begeistern kann. Denn meine Damen und Herren, wenn man sieht, wie wir uns in den letzten 50 Jahren, ich habe heute Abend jemanden gesehen, der mir Bilder von vor 50 Jahren gezeigt hat, wie wir uns entwickelt haben, wie viele Menschen jetzt neu hier sind, wie viele Wohngebiete entstanden sind, wie viele Geschäfte entstanden sind. Und ich glaube persönlich, dieses Wachstum wird für Korbach wichtig sein. Wir müssen uns als Mittelzentrum gegen Frankenberg, Aarhusen und Bad Wildungen behaupten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort effektiv und vor allem auch hartnäckig dranbleiben, um unsere Innenstadt, Altstadt wieder zu beleben. Ich selbst als Physiotherapeut bin seit 2008 in der Korbacher Hanse. Die Korbacher Hanse hat mittlerweile 150 Firmen, die dort mehr oder weniger aktiv oder passiv dabei sind, aber es ist eigentlich ein riesengroßer Verband, es ist ein riesengroßes Gefüge,
mit dem man mit Sicherheit einiges machen kann. Hanse und Korbach, die Stadt, arbeiten schon eng zusammen. Wir organisieren das Altstadtkulturfest, wir organisieren Mittelalterlicher Markt, wir organisieren diverse Dinge. Das ist ein guter Anfang. Das macht uns allen Spaß, das begeistert Jung und Alt und Korbach rückt dadurch ein Stück näher. Aber ich persönlich würde mir gerade in der Altstadt, gerade hier in der Professor-Bier-Straße, auch noch andere Dinge wünschen. Und zwar nicht nur eine Sache, die mein sehr guter Freund Thomas Ludwig Tent macht, denn der, muss ich sagen, ist fast schon wie ein kleiner Wirtschaftsförderer für die Professor-Bier-Straße. Der hat es nämlich geschafft, den Mittwochsmarkt wieder zu beleben. Der hat es geschafft, einen super guten Weihnachtsmarkt hinzukriegen, meine Damen und Herren. Mit Live-Musik, mit allem, was dazugehört. Das ist mal ein Applaus für den jungen Mann. Und jetzt, seit diesem Jahr, hat die Stadt Korbach auch einen wunderschönen Weihnachtsmarkt gekriegt, für den wir auch nur Komplimente kriegen. Ich finde es gut, dass der Weihnachtsmarkt von Thomas Ludwig und der andere ein bisschen Synergieeffekte haben. Die haben sich abgesprochen, so muss das sein. Aber ich würde mir wünschen, dass unsere Fußgängerzone, wir sehen hier so ein paar grüne Bällchen an den Laternen, noch ein bisschen grüner wird und noch ein bisschen belebter wird. Eins meiner Lieblingsthemen, ich bin so ein Kind des Flohmarkts, mir fehlt die Bullenhalle. Ich könnte mir unheimlich gut vorstellen, wie wäre es im Frühling, Sommer, einfach mal einen riesengroßen Flohmarkt vom Bahnhof bis zum Rathaus. Man stellt einfach Tische hin, die Bürger kommen, die Bürger nutzen es, keine Gebühren für die Tische, einfach den Bürger wieder etwas machen. Das ist für mich nachhaltig, das ist für mich bürgerfreundlich und die Fußgängerzone wird an diesen Tagen gerammelt voll sein und wer nichts Altes kaufen will, der kauft in den Geschäften was Neues. All diese Dinge sind Ideen, die müssen mit Leben gefüllt werden und ich habe da wirklich noch viele andere Ideen. Und ich glaube, wir brauchen in Zukunft einen Bürgermeister, der vielleicht auch mit wenig Geld mal ein Fest, mal einen Flohmarkt, mal irgendwas organisiert, wo die Korbacher die Stadt wieder beleben, wo Leute aus Willingen, Frankenberg, Arolsen einfach wieder hier in unsere Stadt kommen, die Cafés nutzen, einkaufen gehen und diese ganzen Dinge machen, meine Damen und Herren. Das ist mir besonders wichtig und da möchte ich sogar noch einen draufsetzen. Ich habe vorgestern in der Zeitung gelesen, Willingen, Entschuldigung, die Sprachfehler, das ist so viele Worte und das alles aus meinem Kopf, ohne Zettel. Ein bisschen schwierig, aber in Willingen hat man gestern die Parkgebühren teilweise verdoppelt, so habe ich es in der WLZ gelesen, an gewissen Punkten. Und ich würde mir überlegen, wäre es nicht viel wirtschaftsfördernder, viel ankurbelnder, wenn man besonders in den Monaten November, Dezember, Januar das gesamte Parkhaus mal kostenfrei macht. Dass die Leute nicht auf die Uhr gucken müssen, wann muss ich nach Hause, ich kann keinen Kaffee mehr trinken und so weiter, sondern dass die Leute in der Stadt verweilen und zwar genau in unserer Fußgängerzone. Ja. Ja, aber selbst wenn ein paar mehr Dauerparker da sein sollten, dann kann ich sagen, diese Dauerparker sind auch Kunden. Und diese Leute, die dort parken, die gehen abends beim Bäcker vorbei, die gehen abends nochmal schnell hier in den Laden. Und wenn die irgendwo was sehen, gehen sie mit ihren Kollegen, weil sie auch noch abends einen Kaffee trinken. Und dadurch, Klammer auf, haben wir die Wirtschaft wieder angekurbelt. Das holen wir dann über die Mehreinnahmen wieder rein. Und damit, meine Damen und Herren, machen wir uns wirklich mal nach außen sichtbar. Korbach ist eine Einkaufsstadt und das Nummer 1 in der Region. Und das will ich auf jeden Fall unterstützen. Gib ihm mal bitte Mikrofon, ganz kurz. Wir machen. Ich sage, das Internet hat natürlich auch dazu beigetragen, dass viele Fußgängerzonen, ja auch nicht nur in Korbach, wo man in eine andere Städte geht, verödet. Da sind drei, in Korbach gibt es ja auch eine Bahnhofstraße, drei Böllengeschäfte, ne, und so weiter. Also es sind viele Sachen, die eben dadurch verödet, dass das Internet
eben eine starke Konkurrenz ist. Genau, aber das kann ich, ich kann leider nicht das Internet und ich will es auch gar nicht, sondern ich würde viel lieber sogar vielleicht sogar noch sagen, wir brauchen, und das sind wir seit, in der Stadt Korbach seit einiger Zeit dran, kostenloses WLAN überall. Einmal eingeloggt durch Korbach gehen und man hat überall guten Empfang. Man kann mal Musik hören. Das ist für mich auf jeden Fall die moderne Zukunft. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass wir WLAN machen und Attraktionen. Wenn ich zu Hause sitze und mir eine Jeans bestelle, dann habe ich die bestellt. Wenn ich aber weiß, morgen ist Flohmarkt und ich will mal gucken, was es da so gibt, dann gehe ich in die Stadt, dann gehe ich vielleicht, ich sag mal, nach Mannheim oder nach Modelenz und dann kaufe ich meine Jeans auch in der Stadt. Wir müssen die Leute wieder animieren und wenn die Leute sagen, meine Kinder spielen gerne da, ich sitze gerne auf den vielen Bänken, die ich mir noch da vorstellen würde, ich höre vielleicht noch ein bisschen Musik, ich kenne andere Städte, da ist Musik in der Fußgängerzone, finde ich unheimlich entspannt, man läuft so durch und automatisch fängt man an, so ein bisschen leicht mitzuwippen, weil man einfach Musik hört. Solche Dinge kosten nicht viel Geld, die kann man da umsetzen. Das wäre für mich ein Punkt, den man dem Internet entgegensetzen könnte. Wir können das Internet nicht aufhalten, weil das Internet einfach da ist. Wir müssen mit leben, aber wir müssen das Beste daraus machen und das heißt ebenfalls mit der Zeit gehen. Ja. Wir wollen wohl gerade gesagt, mehr bieten als das Internet und am Preis können wir nicht ändern, aber wir können an der Attraktivität was ändern und ich muss sagen, wenn etwas geboten wird, Mittwochsmarkt oder solche Sachen, dann sind die Korbacher auf den Beinen, dann sind die Korbacher da und die Korbacher machen auch mit, weil die Korbacher ihre Innenstadt eigentlich lieben und dort sich gerne aufhalten. Gut, gibt es noch Fragen zum Thema Einzelhandel? Ich glaube, vorher. Warum sollen denn die Marburger nicht kommen? Wir haben eine ganz hervorragende, umsteigefreie Bahnverbindung. Warum sollen die Korbacher nur nach Marburg fahren? Das kann andersrum genauso gut funktionieren. Ja. Damit lade ich jetzt ganz offiziell, Lutz, du schreibst mit, die Marburger, die Kasseler, die Frankfurter und die Paderborner lade ich auch noch ein. Alle dürfen hier nach Korbach kommen zum Einkaufen, natürlich, und das am liebsten 6 Tage die Woche. Gut, nachdem wir die Marburger auch noch dabei haben, gibt es dazu noch Fragen zum Thema Handel, Einzelhandel, Gewerbe? Ich habe hinten nochmal, Tara? Ich habe hier oben den guten Überblick. Nehmt ihr bitte kurz das Mikrofon dann. Ja. Ich hätte gerne gewusst, wenn es Korbacher nicht, dass sie große Betriebe bekommen wollen, dann muss ich auch die Flächen dazu haben. Das heißt, ich brauche Industrieflächen, die ich anbieten kann. Und soweit ich weiß, ist das in dem Kernstadtbereich von Korbach Mangelware. Ja, herzlichen Dank für die Frage oder die Aussage. Also hier in der Kernstadt haben wir natürlich keinen Platz mehr, aber ich darf einfach mal an das Baugebiet oder Industriegebiet, was wir gerade machen, gegenüber von Langerzig bei hinter der Weizsacker Straße zum Beispiel nennen. Dort haben wir eine große Fläche, die wir in Zukunft für solche Sachen zur Verfügung stellen wollen. Und ich sag mal, wenn wirklich ein Investor kommt, dann wird die Stadt Korbach da mit Sicherheit gemeinsam dran arbeiten, dass wir dort auch einen Platz finden. Reicht die Antwort, oder? Ja. Gut. Weitere Fragen? Ja, hier vorne. Ich kann das so sagen. Nee, bitte, es ist gerade, wenn man da hinten spricht oder nach vorne, dann... Weißt du schon, was in den Aldi-Markt in der Schroter Straße kommt? Nein. Ich weiß nicht, was in den Aldi-Markt der Schroter Straße kommt. Falls man jetzt anspielt, ob es da in die Post kommt, wissen wir leider auch nicht. Also... Wir wissen weder, wo die in die Post kommt, noch was in leerstehende Gebäude kommt. Wir hoffen, dass wir diesen Leerstand wieder relativ schnell füllen können, aber das ist nicht Aufgabe der Stadt, das ist Aufgabe des Eigentümers, da entsprechende Kontakte zu pflegen. Wir als Stadt Korbach können gegebenenfalls vermitteln, wir können irgendwie helfen, wenn der Bebauungsplan geändert werden muss, aber ansonsten haben wir da als Stadt leider oder zum Glück keine Aktien dran. Hier vorne noch Tara. Wollte eins gefüllt in der Bahnhofstraße. In der Stadt.
Okay, hier hören wir ganz aktuelle News, also Sie sehen, es hat sich schon wieder gelohnt. Darf man auch wissen, was kommt? Nee, möchte ich noch nicht sagen, aber ein Laden ist weniger leer. Ein Laden ist weniger Leerstand, also haben wir heute Abend doch schon mal wieder. Wir begrüßen den Menschen, der gleich sich selbstständig macht oder umzieht und freuen uns, dass hier in der Stadt wieder mehr Belebung drin ist. Neue in Korbach, ja. Dieser Mensch, der neu nach Korbach kommt, wird auch dann irgendwann Wohnraum suchen. Vielleicht hat er Kinder, braucht Kindergarten. Also da hoffen wir, dass wir ihm dann hier ein gutes Angebot schaffen können. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, ich habe es vorhin angekündigt. Mein Motto lautet 14 Orte, eine Stadt. Und mir persönlich ist es nicht nur, dass ich die Häuser meine. Eigentlich meine ich eher die Menschen. Für mich ist es wichtig, und wir haben letzten Samstag sehr viele, habe ich dort, die heute auch hier sind, gesehen, die für Frieden, Demokratie und gegen manche Dinge demonstriert haben, die ich jetzt gar nicht nennen möchte. Aber ich finde es gut und für mich ist es wichtig, dass wir zusammenstehen. Dass die Korbacher und jeder Ortsteil, sei es Alleringhausen, sei es Hillershausen, sei es Meininghausen, ich möchte jetzt gar keinen nennen, egal ob groß oder klein, dass man zusammensteht. Für mich gibt es nicht der oder die oder das, wir sind alle eins. Und deswegen, meine Damen und Herren, werde ich mich genauso wie für die Kernstadt, für die Altstadt, für die Neubaugebiete, für jeden einzelnen Ortsteil einsetzen. Ich werde regelmäßig, und das mache ich mittlerweile auch schon als Stadtverordneter oder als Magistrat, regelmäßig die Ortsteile besuchen, werde in einem sehr guten Kontakt mit den Ortsvorstehern, aber auch mit den normalen Einwohnern stehen, um einfach da wirklich brandaktuell immer dabei zu sein. Und deswegen, ich weiß nicht, ob Sie es eben schon gesehen haben, draußen habe ich so ein paar Tafeln aufgestellt. Ich komme mal zu Ihnen, weil zu den Dörfern komme ich auch. Nicht, dass einer aus der Stadt sagt, der war gar nicht bei mir. Draußen sind alle 14 Ortstermine, die ich jetzt schon ausgemacht habe, wo ich mit den Ortsvorstehern gesprochen habe, wo ich gefragt habe, ob es Probleme gibt und die auch schon teilweise vorbesprochen, so dass ich in den nächsten 3 Monaten jeden Ortsteil mindestens 1 bis 2 Mal besuchen werde, mal bei einer Ortsbeiratssitzung oder andere Dinge, so dass wir dann gemeinsam dort für Lösungen suchen. Denn ich finde es wichtig, dass sich ein Bürgermeister, ein zukünftiger Bürgermeister auch aus dem Rathaus, der Klaus macht es oft genug, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, einfach mal zu den Dörfern hingeht, nicht nur bei Festen, sondern eben auch besonders bei Problemen, bei Wünschen, so dass man dann einfach auch dort einfach ankommt. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich werde mich dafür einsetzen und das ist auf jeden Fall etwas, was mir wichtig ist. Die Dörfer haben heutzutage gerade nach Corona ein großes Problem. Es gibt in kaum einem Ort überhaupt noch einen Supermarkt oder eine Einkaufsmöglichkeit. Da habe ich mich schlau gemacht, einen kleinen IFA-Markt oder sowas bringt es nicht, weil der würde auch überhaupt nicht angenommen. Es gibt in Niederwerbe und in Apoldern einen Lebensmittelbus. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, von der Grünen. Ja. Grün, Rewe-Bus, genau, ich wollte den Namen nicht nennen, aber es wurde genannt. Und diese Firma fährt von Ort zu Ort, ist immer 2 Stunden da. Der erste Vorteil ist, ältere Leute, die keinen Führerschein mehr haben, Kinder, die einfach, ich sag mal, nachmittags spielen oder irgendwas und einfach mal was Süßes kaufen möchten oder Obst kaufen möchten, können dort hingehen. Mit dem Obst habe ich aber jetzt so eine ganz kleine Kurve gekriegt. Auf jeden Fall würde ich gerne diesen Bus mit den Stadtverordneten gemeinsam für Korbach aktivieren. Ich habe dort Gespräche geführt, die würden das dann teilweise, also die würden das auch machen, die würden unsere 14 Ortsteile mit reinnehmen, so dass man dann sagt, 2, vielleicht auch 3 Mal die Woche für 2 Stunden an verschiedenen Tagen kommt dieser Bus, hält, die Leute können dort frisches Obst kaufen und das zum gleichen Preis, wie das normale Geschäft es auch anbietet. Ich möchte nicht, dass die Orte abgezockt oder gar irgendwie benachteiligt sind. Deswegen Gleichheit für alle. Und das finde ich da auf jeden Fall gut. Und das könnte ich mir als Lösung vorstellen, damit diese Menschen, die vielleicht kein Auto mehr haben, da auf jeden Fall auch gut einkaufen können. Ein enormer Preis. Wir hatten vorhin schon die Kosten angesprochen.
aber für die Dörfer absolut wichtig. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir unseren Astverkehr, unsere Buslinien mindestens so halten, wenn nicht gar teilweise noch ausbauen. Denn für viele Leute auf den Dörfern ist es die einzige Möglichkeit, zum Arzt zu kommen, ihre Termine wahrzunehmen, da wirklich mobil zu sein. Ich möchte, dass die Ortschaften attraktiv werden für jedermann, der dort wohnt, der dort lebt, der dort vielleicht sein ganzes Leben verbracht hat, dass der wirklich sagt, ich kann auch hier bleiben, auch wenn vielleicht der Mann, der früher immer gefahren ist, verstorben ist und jetzt einfach diese Sachen machen. Und deswegen, meine Damen und Herren, daran werde ich nicht sparen und da werde ich mich für die Dörfer einsetzen, die natürlich dann hoffentlich nach Korbach kommen, um hier ihre Sachen zu kaufen und eben nicht im Internet, sondern wirklich hier vor Ort. Und das sind meine Punkte für diese Sachen. Es gibt gleich noch den Punkt Vereine und solche Sachen. Deswegen gehe ich jetzt bei den Dörfern noch nicht darauf ein, weil wir haben natürlich auch noch sehr viel hier. Aber gibt es explizit Fragen zum Thema 14 Orte, eine Stadt? Das ist nicht der Fall. Ah, da hinten. Tara, einmal ganz da hinten flitzen. Oh, ja. Mitte, geh durch die Mitte. Wie sagt man so schön, ab durch die Mitte. Sie haben eben auf die Kundgebung Bezug genommen bei den 14 Orten. Es ging uns bei der Kundgebung weniger um die Integration der Ortsteile. Das ist klar, aber ich finde es gut, dass die Ortsteile im Blick sind. Meine Frage geht trotzdem zu dem, was Thema der Kundgebung auch war. Wir haben einen großen Anteil von Menschen, die aus anderen Teilen der Welt hier nach Korbach kommen, hier zwischen wohnen, arbeiten. Ich glaube, in Gremien der Stadt sind sie verhältnismäßig wenig vertreten. Und es ist aber, glaube ich, eine Chance für unsere Stadt, die viel stärker hineinzunehmen. Wir brauchen sie. Wenn man bei der letzten Wahl geguckt hat, die AfD hat in einigen Teilen unserer Stadt erschreckend hohe Zahlen erreicht. Was stellen Sie sich vor, da zu tun? Es ist jetzt nicht ganz 14 Worte, aber Sie haben das Thema angesprochen. Gut, und diese Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, die darf man immer stellen und die sollte man immer stellen, egal bei welchem Thema. Ich selbst, die einen haben eben gut zugehört, ich habe 5 Jahre selbst im Ausland gelebt, unter anderem in Ägypten, Frankreich, Griechenland und Schweiz. Mich hat das unheimlich geprägt, es hat mich weiterentwickelt. Deswegen habe ich damals, also vor knapp 10 Jahren, angefangen, bei uns in der Familie Au-pair-Mädchen aufzunehmen. Wir hatten insgesamt 9 Au-pair-Mädchen, unter anderem aus Madagaskar, Uganda, Moldawien, Ukraine, wirklich aus allen Herren Ländern, die wir bei uns in der Familie aufgenommen haben, denen wir die Sprache beigebracht haben. Alle diese Au-pair-Mädchen sind mittlerweile in Deutschland, haben einen Job erlernt. Heute Abend wollte eigentlich eins unserer Au-pair-Mädchen hier sein und mich unterstützen. Sie hat eine Ausbildung im Korbacher Krankenhaus gemacht, ist mittlerweile verheiratet, hat mittlerweile ein Kind und dieses Kind muss sie heute Abend leider aufpassen, sonst wäre sie hier und hätte mich mit Sicherheit auch unterstützt. Ich glaube persönlich, dass es nur darüber geht, auf die Menschen zuzugehen, die Menschen, ich sag mal, da abzuholen, wo sie sind, ihnen Sprachschulen anzubieten. Ich habe damals über die Au-pairs sehr viele Sprachschulen kennengelernt, egal ob über dem Teegut oder wo die im Augenblick auch sind. In meiner alten Praxis in der Klosterstraße ist auch eine Sprachschule. Wichtig ist die Sprache, dass diese Menschen, die hier ankommen, und es ist egal aus welchem Land, dass sie Deutsch lernen, nicht nur um zu arbeiten, sondern auch um seinen Nachbarn, seine Freunde, ein soziales Miteinander aufzubauen. Und da würde ich mich natürlich absolut für einsetzen, dass wir diesen Schritt auf die Leute hinbekommen, dass wir ihnen Wohnraum anbieten. Ich finde es wirklich katastrophal, wenn ich an den Containern vorbeifahre da vorne. Mir tun die Leute einfach nur leid und ich weiß, es ist im Augenblick die Lösung, aber es ist keine Lösung für mich. Für mich gehören Menschen nicht in Container, sondern in Wohnungen. Dafür müssen wir Wohnraum schaffen. Diese Leute müssen wir in die Arbeit bekommen, diese Leute müssen wir integrieren und dann schaffen wir
gemeinsam, wo ich eben schon sagte, Korbach wird wachsen, einen gesunden Wachstum, neue Menschen, die wieder Kinder in den Kindergarten schicken und dann nimmt dieses ganze Rad seinen Lauf und dann, glaube ich, haben wir ein friedliches Miteinander, denn ich persönlich sehe mich nicht als Deutscher, ich sehe mich als Mensch. Und das ist, glaube ich, die Aussage, die ich dazu sagen möchte. Ist das in die Richtung, oder? Das war nicht die Antwort auf die Frage. Okay. In die Richtung schon, aber mir geht es auch, ich glaube, wenn wir gucken, wen repräsentieren wir hier zum Beispiel aus unserer Stadt, ja, dann sind eine ganze Reihe Leute, die schon seit Jahrzehnten hier leben, die hier nicht vorkommen. Und den Kontakt brauchen wir, glaube ich, sehr dringend, auch in der Politik. Ja, also es ist jetzt leider nur ein kleiner Tropfen. Wir haben den Ausländerbeirat, der ist auch engagiert. Der habe ich auch zwei, drei Freunde, die dort drinnen sitzen. Mit denen kann man das Gespräch suchen. Man kann Leute animieren, dort mitzumachen. Also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich gehe auf diese Leute aktiv zu. Mein bester Freund seit vielen Jahren steht hinten direkt neben ihm. Er ist Türke, obwohl ich ihn auch einfach als Mensch sehe. Und er macht mit mir in der Schützengilde, er macht mit mir bei den Wirtschaftsjunioren. Also ich probiere diese Leute mit aufzunehmen, einzubinden. Meine Kamerafrau, die mir bei den Videos hilft, ist Brasilianerin. Also ich gehe auf die Menschen zu. Ich habe in meiner Praxis einen sehr hohen Anteil. Also deswegen ist es für mich gar kein Thema zu sagen, sitzt jetzt neben mir ein Deutscher oder sitzt neben mir der. Wenn er nett neben mir sitzt, dann ist es mir egal, weil es ist ein Mensch. Aber über das Thema können wir gerne uns hinterher auch nochmal zusammensetzen. Und wenn jemand Ideen hat, wie wir das Stadtparlament, Klammer auf, 2026 sind wieder Wahlen, oder am 9.6. haben wir wieder Europawahl. Auch dort wird der ein oder andere sich aufstellen. Ermutigen Sie Leute, wir brauchen die Wahl. Wer die Wahl hat, kann gewählt werden. Wenn er sich, Klammer auf, mit guten Argumenten dafür entscheidet, dann wird das mit Sicherheit aus meiner Sicht auch klappen. Und dann werden wir vielleicht auch in den nächsten, ich sage jetzt mal zwei, drei Perioden, gar nicht mehr darüber reden. Früher haben wir darüber geredet, wie viele Frauen haben wir. Heute reden wir darüber, wie viele Menschen mit anderem nationalen Pass wir haben. Ich hoffe, dass diese Diskussionen irgendwann aufhören, dass wir uns alle als eins sehen und dann brauchen wir darüber nicht direkt abzustimmen. Ja. Ganz hinten, letzte Reihe, dritte Person. Eine Idee, wie wir diese Menschen besser bei uns unterbringen können, also dass sie sich wohlfühlen, ist, wenn man in die Stadt geht zum Beispiel oder geht man so spazieren, wenn man solche Menschen freundlich anlächelt. Oder ich habe es auch schon öfter erlebt, dass ein völlig unbekannter junger Mann, der bestimmt nicht in Deutschland geboren ist, mir den Weg frei hält, mich vorgehen lässt oder was. Und wenn man dann diesen Menschen sagt, das freut mich, dass sie so freundlich und höflich sind. Dass man also die Menschen wirklich, und das kann ja jeder von uns, der hier im Raum ist. Ja. Wenn er so jemanden sieht, dass man ihn anlächelt, vielleicht auch ein nettes Wort sagt, wenn man es nicht ganz eilig hat und man hat es nicht immer eilig. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch rumsprechen. Am Anfang wird der Betreffende sagen, du, stell dir mal vor, was mir heute passiert ist. Und irgendwann ist es dann selbstverständlich geworden, ne? Genau diese Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich nicht gerade extrem gestresst bin, habe ich für jeden ein Lächeln, für jeden ein Hallo, eine kurze Tageszeit, guten Morgen, guten Tag, ist für mich selbstverständlich. Und es wäre schön, wenn das für alle möglichen Menschen wieder selbstverständlich ist. Aber wer dazu gleich noch Anregungen hat oder sich gerne mit mir austauschen möchte, der kann draußen unsere Feedback-Box nutzen und dann werde ich mich da gerne mit Ihnen noch zusammen hinsetzen oder direkt nach der Veranstaltung können wir auch da gerne noch sprechen, lade ich Sie herzlich zu ein. Gut, dann würde ich das Thema schließen und dann kommen wir zum nächsten Thema, Ehrenamt, Vereine und Kultur. Einer der größten Vereine, ein Verein, ohne den wir hier alle nicht ruhig schlafen könnten, ist zu 100% ehrenamtlich. Und es ist unsere Feuerwehr. Wir haben mittlerweile sehr viele Kameraden auf den Ortsteilen, nämlich noch mittlerweile 13 wären, eine riesengroße Feuerwehr hier in Korbach. Und all diese Stunden, und es sind mittlerweile teilweise über 300 Einsätze im Jahr, die werden ehrenamtlich gemacht.
Und ich würde Sie bitten, wenn Sie einmal heute klatschen würden, dann so laut, dass die da oben bei der Feuerwehr das hören. Bitte. Jetzt haben wir die Feuerwehr rausgenommen, weil sie wirklich für uns ein sicheres und gutes Gefühl gibt. Aber für mich ist jeder, der sich im Verein engagiert, jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, ist für mich ein kleiner Held. Sei es, dass er bei den Kindern das Turnen betreut, sei es, dass er in der Schützengilde das Brauchtum ehrt, sei es, wie ich immer mal mache, beim Christkindwiegen einmal im Jahr die Laterne schwenkt, um den Leuten zu zeigen, dass wir hier noch, wie sagt man so schön, pestfrei sind. All diese Dinge sind für mich absolut wichtig. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich würde probieren, jeden Verein so gut wie möglich, wir haben 297 Vereine, es ist nicht ganz so leicht, jeden Verein so nah zu stehen wie möglich. Und wenn jemand mit einem Problem zu mir kommen würde, tue ich im Augenblick auch schon, gebe ich mein allerbestes, diesen Menschen zu helfen, denn er macht in seiner Freizeit etwas für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und wie gesagt, ob es beim Springreiten ist oder bei anderen Dingen, es ist für mich absolut selbstverständlich, dass man diesen Menschen hilft. Ich selbst habe vor 6 Jahren eine Aktion gemacht, deswegen habe ich ihn hier stehen, nicht weil ich Angst vor Medizin habe. Wir machen im Augenblick auch wieder diese Kofferaktion, wo Unternehmen und Vereine gemeinsam gematcht werden. Und dort sorgen wir dafür, dass Sportvereine und andere Vereine kostenlos einen gut ausgefüllten Medizinkoffer bekommen, damit diese Leute verletzungsfrei oder zumindest eingeschränkt wenig Probleme haben. Und das ist für mich etwas Ehrenamtliches, wo ich mich zum Beispiel engagiere, genauso wie gesagt für Brauchtum und solche Sachen. Und das müssen wir auf den Dörfern wie in der Stadt beides fördern. Auf den Dörfern ist es fast noch ein bisschen wichtiger, denn da zählt die Gemeinschaft, das Zusammensein, weil man nicht so viel Angebot hat. Und deswegen ist es mir da wichtig, wirklich meinen Fokus drauf zu legen, diese Leute zu unterstützen. Vielleicht kann man denen auch gerade im Thema Fortbildung, gerade im Thema Digitalisierung, manche brauchen Apps, manche brauchen irgendwelche anderen Dinge, manche brauchen auch einfach nur Materialien. Wir sind im Augenblick dabei, oben den Kunstrasenplatz wieder mal neu zu machen oder gegebenenfalls zu untersuchen, je nach Geld. Wir sind dabei, andere Sportanlagen zu erhalten, neu zu machen. Denn wenn ein Sportplatz hinterher abgeranzt ist, dann hat auch keiner mehr Lust, da was zu machen. Und dann schläft dieser Verein, dieses Ehrenamt ein. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Wir müssen uns gemeinsam, meine Damen und Herren, dafür einsetzen. Jeder von Ihnen rufe ich auf. Gehen Sie in die Vereine, unterstützen Sie Kinder, Senioren, von mir aus auch gerne Integrationskurse, wobei auch da teilweise im Fußball ist das schon sehr, sehr fortschrittlich und deswegen bin ich da auch sehr zufrieden, aber da würde ich auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Gibt es dazu noch Fragen? Es ist immer sehr schwierig, über Vereine könnte ich Ihnen jetzt in 3/4 Stunde was erzählen, aber wir wollen den Abend auch nicht unnötig ausschweifen. Lieber dann, wenn jemand sagt, ich habe ein individuelles Problem, kannst du, dann würde ich da gerne noch eingehen, aber wenn jemand jetzt noch eine allgemeine Frage hat, dann würden wir die natürlich gerne hier auch stellen und beantworten. Gibt es da eine Frage? Jetzt würde mich einfach mal rein interessieren, es guckt auch keiner hin. Wie viele Leute machen denn im Verein irgendwie Sport oder irgendwas? Gibt es jemanden, der Sport macht? Einfach mal so ganz leicht die Hand heben. Wie viele Leute machen Sport oder irgendwelche Sachen? Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, es sind so gut 60%. Und ich würde mich freuen, falls ich irgendwann beim Bürgermeister sein sollte und Sie wieder treffe und dann nochmal frage, dass dann 90% die Hand heben können, dass immer noch mehr Leute sich in den Vereinen engagieren, denn wir brauchen jeden Einzelnen von Ihnen und die Gesellschaft lebt davon und man selbst braucht irgendwann auch wieder die anderen Menschen, die einem vielleicht auch selber helfen. Und das kann ich Ihnen nur als Motivation mit auf den Weg geben. Gut. Jetzt
kommen wir noch zu einem Thema. Ich habe es mir extra für den Schluss aufgehoben. Ordnung und Sicherheit. Ordnung und Sicherheit ist für mich eigentlich schon seit 2017 ein Thema, denn 2017 habe ich das erste Mal angefragt, wie wäre es denn mit einer Videoüberwachung an bestimmten Stellen. Damals wurde mir gesagt, schwierig und so weiter mit gewissen Herausforderungen. Dann ist das wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber ich glaube, aktuell ist dieses Thema brandaktuell. Dieses Thema sollten wir anfassen und als allererstes, wir brauchen dort auch ein bisschen Zivilcourage, meine Damen und Herren. Wir müssen da ein bisschen zusammenstehen. Und es wird ein Weg nur mit Kompromissen. Es gibt dort leider keinen Weg, wo man sagt, das ist der Weg, wenn wir den machen, sind wir sicher und alle fühlen sich gut und niemand fühlt sich irgendwo eingeengt. Das, wenn es den gäbe, dann würden alle Kommunen diesen Weg gehen. Das geht leider nicht. Wir hatten in der letzten Zeit oft viele Gespräche geführt über das Thema Stadtpolizei, über das Thema Sicherheitsdienst, über das Thema Ordnungsamtmitarbeiter. Ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn wir zum Beispiel die Ordnungsamtmitarbeiter nicht mehr brauchen, um das Parkhaus zu kontrollieren, dass sie vielleicht diese Stunden eher in den Abend hineinlegen und zumindest dann mal in der Fußgängerzone und in gewissen Bereichen einfach mal vorbeigehen. Dann hätten wir diesen Effekt zwischen Wirtschaftsförderung und Sicherheit in eins gepackt. Und ich glaube, wir können viele Themen nicht isoliert anpacken. Wir müssen die Themen gemeinsam anpacken, damit das funktioniert. Ich glaube persönlich, auch das, was das Land Hessen, egal ob es schwarz-grün oder schwarz-rot regiert wird, sie werden uns hier nicht mehr Polizisten zur Seite stellen. Wir haben aktuell 5 Menschen, einer am Funkgerät, 4 Leute sitzen, ich sage jetzt mal, in 2 Streifenwagen und die müssen zwischen Willingen und auf der anderen Seite Diemelsee und bis Herthausen Föhl alles abdecken. Das ist einfach nicht machbar. Und deswegen müssen wir, und selbst wenn ein Polizist gerade mal hier wäre, er dreht sich rum, geht ein paar Schritte und hinter ihm passiert etwas, diese Sicherheit ist aus meiner Sicht nicht machbar. Ich würde gerne an verschiedenen Punkten eine Videoüberwachung, was im Augenblick auch das Land Hessen vorschlägt, gerne installieren. Und zwar stelle ich es mir so vor, Videokamera, 3 Tage oder 5 Tage wird es aufgezeichnet und nach 5 Tagen, wenn nichts vorgefallen ist, keine Anzeige, wird dieses Video ungesehen gelöscht, so dass die Privatsphäre auch erhalten bleibt. Und wenn jemand sagt, ich wurde dort geschlagen, ich wurde bedroht oder irgendetwas, dann schaut man auf genau diesen Zeitpunkt, an dieser Tag, an dieser Stelle und dann kann man da in Anführungsstrichen ermitteln und diese Sachen aufnehmen. Ich möchte, dass die Privatsphäre erhalten bleibt, meine Damen und Herren. Aber hier gleichfalls auch das Thema Sicherheit. Ich weiß nicht, ich glaube, wir alle waren schon beim Altstadtkulturfest. Hat es jemanden wirklich gestört, dass überall Kameras hingen, dass wir dort schon eigentlich überwacht wurden? Es hat keinen gestört. Warum nicht? Man hat friedlich gefeiert, man wusste, man verhält sich korrekt, die Aufnahmen wurden hinterher wieder gelöscht und damit war die Sache eigentlich auch wieder aus der Welt. Und genau das, und zwar an öffentlichen Orten, sollte die Normalität sein. Wir haben jetzt oben um unser schönes Rathaus ringsherum Kameras. Ich weiß nicht, ob ein Kamera am Rathaus wirklich so wichtig ist, wie zum Beispiel bei einem Feuerwehrhaus. Ich persönlich habe leider in Lelbach miterleben müssen, dass an unserem Lelbacher Feuerwehrhaus randaliert wurde. Da kommt irgendjemand und schlägt eine Scheibe ein. Das ist natürlich nicht korrekt, aber für mich sind diese wichtigen Gebäude, wie Feuerwehr und andere Sachen, und vor allem natürlich die Menschen, die hier wohnen, die sollen wir schützen. Und das geht aus meiner Sicht nur mit Absprache der Polizei und natürlich mit Absprache eines vielleicht Sicherheitsdienstes, mit dem Ordnungsamt und mit allen, die dazugehören, um Korbach sicherer zu machen, meine Damen und Herren. Ja. Gestern in der Haupt- und Finanzausschuss wurde uns gesagt, das Thema Kompass,
Ich kann Ihnen sagen, das Thema Kompass ist ein Zusammenschluss, wo Polizei, Feuerwehr und andere Einheiten eng miteinander zusammenarbeiten. Dieses gibt es seit 2017. Seit 2017 in verschiedenen Kommunen wird dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, werden mit den Bürgern, mit Einheimischen, mit, wie gesagt, der Polizei einen Weg gefunden, wo gibt es Probleme, und genau diese Dinge werden auch angefasst, und da sollten wir jetzt relativ zeitnah diese Beschlüsse fassen, um Korbach nicht nur ein sicheres Gefühl, sondern wirklich auch Sicherheit zu geben. Wie gesagt, beim Thema Sicherheit, das könnte man noch stundenlang ansprechen, aber wir haben auch ein zweites Thema, das Thema ist Ordnung. Ich habe heute einen Bericht gesehen in einer Facebook-Gruppe, da waren mittlerweile überall Graffitis, kaputte Bänke und so weiter und so weiter. Und da war dann drunter, ist das noch lebenswert, so nach dem Motto. Wir sind natürlich alle selbst dafür verantwortlich, was hier passiert und wie es passiert. Aber wir müssen da gemeinsam für Ordnung auch ein bisschen sorgen. Ich selbst komme aus Lähbach, wir haben zweimal im Jahr unseren Aktionstag, da bin ich immer dabei. Da werden Zäune gestrichen, da wird Rasen gemäht, da wird Müll aufgesammelt, da werden Dinge für die Gemeinschaft gemacht. Das finde ich immer ganz gut, und ich glaube, jeder, der an so einem, ich sage jetzt mal, Müllaktionstag teilnimmt, der wird hinterher auch keinen Müll in die Natur schmeißen. Und deswegen, meine Damen und Herren, ich will nicht sagen, sollten wir es in der Stadt auch einführen, aber man sollte überlegen, wenn es Leute gibt, die dieses Thema haben, dass man dieses Thema dann auch, ich sage jetzt mal, unterstützt, gegebenenfalls einfach mal, und sei es nur, dass der Bauhof kommt, dort ein paar Gabeln hinstellt oder den Müll, die Säcke hinterher abtransportiert. Diese ganzen Themen werden teilweise schon gemacht. Diese Themen würde ich weiter ausbauen, und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch mit den Kameras in Kombination, dass die Leute sagen, ah, eigentlich würde ich es jetzt hier hinschmeißen, aber da ist eine Kamera, ich behalte es bei mir, dann vielleicht auch eine, ich sage jetzt mal, ein bisschen saubere Umwelt haben, denn für mich ist dieses Thema gerade für die Umwelt und für uns alle extrem wichtig, und damit möchte ich das Thema Ordnung und Sicherheit eigentlich erstmal schließen. Ich höre jetzt gerne auf Ihre Fragen, oder wenn jemand noch Anregungen hat, gerne auch draußen. Gibt es Fragen? Hier vorne. Thomas, eine Frage zu der Ordnung. Ja. Die, wenn man durch die Parks durchgeht hier in Korbach, sieht man jetzt Schilder angebracht. Wenn man jetzt Kippen oder Unrat dahin schmeißt, werden Ordnungsstrafen fällig. Mich würde mal interessieren, inwieweit ist das jetzt schon im Haushalt irgendwo angekommen, dass das auch verfolgt wird. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, ich kann sowas aufstellen, aber wenn es nicht kontrolliert wird, habe ich dann ein Problem. Und die zweite Sache ist die, wenn man durch die Allee durchgeht, heute Abend zum Beispiel, jetzt ist es schön dunkel, viel Vergnügen. Es ist nahezu stockdunkel, es ist zwar angedacht worden, dass da was gemacht werden soll, aber bevor Überwachungsanlagen dahin kommen, finde ich, sollte da erstmal ein bisschen mehr Licht sein und nicht nur alle 200 Meter. Ja. Ich fange mal hinten mit der Frage an. Wir haben mittlerweile dadurch, dass, jetzt sagen die einen, es ist auch wieder nicht schön, wir haben in den Park relativ viele Sichtachsen eingebaut, so dass, wenn man, ich sage jetzt mal, die Straße entlang fährt, den gesamten Park überblicken kann, so dass man, Klammer auf, wenn es nicht zu dunkel ist, dort auf jeden Fall aus meiner Sicht ein sichereres Gefühl hat. Aber ich stimme dir vollkommen zu, man müsste dort deutlich mehr Licht reinmachen, ein besseres Lichtsystem. Ich könnte mir auch ökologisch vorstellen, dass es vielleicht sogar obendrauf mit Solar ist, tagsüber gespeichert, und abends mit einem Bewegungsmelder, wenn man dort herläuft, hier geht die Lampe an, 200 Meter später geht die Laterne hinten, also 50 Meter dazwischen ist an, und hinten geht sie wieder aus, sodass man dann praktisch in der Bewegung Beleuchtung hat. Man sollte nicht den ganzen Park beleuchten, sondern das mit einem intelligenten System machen, sodass das dann auf jeden Fall funktioniert. Und das andere Thema, was
Da ging es um die Gebühren, die man zahlen müsste, wenn man zum Beispiel die Kippe wegschmeißt. Ja, ja. Die Schilder sind überall aufgeschrieben, genau. Wer kontrolliert das? Und was genau, wie du es gerade schon sagst, wer kontrolliert es? Wir haben zu wenig Ordnungsamtmitarbeiter, wir haben keine Stadtpolizei und die richtige Polizei, habe ich eben die Situation erklärt. Das heißt, eigentlich könnten wir uns, wenn wir keine Videoüberwachung machen, diese Schilder auch sparen. Wir haben jetzt vor kurzem eine Anfrage in den Stadtverordneten gehabt, wie viel Geld ist denn da reingekommen, und auch da imaginär, ich glaube, wenn ich den Andreas mal kurz angucke, keine 100 Euro. Ja, ja, er kennt die Zahlen noch ein bisschen besser wie ich. Wir haben einen Haushalt, da sind ein paar tausend Positionen drin, deswegen weiß ich nicht alle, aber diese Position wurde noch nichtmals namentlich groß erwähnt. Das heißt natürlich, wir müssen da bei diesem Thema anpacken und wir müssen dieses Thema ändern. Und ich bin auch dafür, wir haben jetzt vielleicht 2 Jahre lang gewartet oder 3 Jahre, jetzt müssen dann eben gegebenenfalls auch Strafen mal her. Und ich glaube, wenn jemand das erste Mal 50 Euro für so eine Kippe bezahlt hat, dann wird er das nächste Mal diese Sachen nicht mehr hinschmeißen. Und da geht es leider nur über den Geldbeutel. Wir werden es nicht schaffen, dass wir immer sagen, böse, böse, böse. Harald, du einmal bitte. Also jetzt nochmal auf das Thema Zigaretten zurückzukommen, Zigarettenstummel und deine Idee mit der Videokameraausstellung. Hattest du nicht gerade gesagt, die wird aufgestellt und wenn eine Anzeige ist, dann wird das Filmmaterial geguckt. Wenn man aber eine Videokamera aufstellt, um eventuelle Ordnungsstrafen zu ahnden, dann würde das einen überwachten Staat bedeuten, würde ich sagen. Weil dann braucht man Personal, die jeden Tag das Videomaterial gucken, eventuell wenn da eine Zigarettenkippe weggeschmissen wird. Ja, da habe ich mich ein bisschen falsch ausgedrückt, Entschuldigung. Gut, dass Sie nachgefragt haben, weil dadurch kann ich das jetzt nochmal klarstellen. Ich möchte nicht, dass jemand an diesem Videomaterial nachguckt. Und ich meine es jetzt auch nicht an jeder einzelnen Kippe. Also wir werden da nicht jede Kippe nachkontrollieren können. Das ist ja auch Blödsinn. Sondern es geht wirklich eher um richtige Schäden, die entstanden sind, natürlich vor allem an Personen und so weiter. Aber ich weiß auch, dass unsere Ordnungsamtmitarbeiter hinkommen und sagen, sie haben die Kippe oder sie haben die Flasche, was ich viel schlimmer finde, eine Glasflasche hingeschmissen. Die Leute haben dann das Problem, entweder spielen da in der Nähe Kinder oder vielleicht läuft ein Hund vorbei, tritt in die Scherben und dann sagt er, ich war es nicht, sie können mir nichts nachweisen. Und dann ist praktisch Aussage gegen Aussage, oder wenn er es noch nicht mal gesehen hat, ich habe da eine Geschichte gehört, die haben Pizzakartons angezündet, die Leute kamen und sagten, habt ihr sie angezündet? Nee, wir waren das nicht. Solche Dinge meinte ich eher, ich meinte nicht jede Kippe, logischerweise, das wäre auch gar nicht machbar, außerdem schreibt ja keiner, schmeißt die Kippe hin und legt eine Visitenkarte hin, wer er ist. Deswegen ist diese Idee eigentlich eher absurd, sondern aber wir müssen den Leuten einfach auch das Gefühl geben, wir möchten hier eine saubere, ordentliche Stadt haben. Ich war jetzt im Urlaub in einer Stadt, habe dort Urlaub gemacht und da lag einfach kein Müll auf der Straße, weil sie, Klammer auf, sehr viel Videoüberwachung haben. Und diese Art, ob es eine Geschmacksfrage ist, ich sagte am Anfang, wir müssen Kompromisse eingehen, aber das war eben so. Da war es eben sauberer und die Leute, Einheimischen, fühlten sich sicherer. Ich habe noch mal eine Frage, und das ist also auch ein bisschen untergegangen. Wie sieht es denn mit dem Verkehr in Grauerhausen, vor allem mit dem Radwegenetz? Ja. Wenn man also, ich beobachte das mit Besuchern vom Edersee, die nach Korbach fahren, sobald die Wohnmobile benutzen und so weiter, kommen mit dem Fahrrad an der Lokomotive an und dann ist Schluss. Ja. Also das Radwegenetz in Korbach ist ja eine absolute Katastrophe, das muss man einfach sagen. Und da muss doch dran gearbeitet werden. Ja. Und ich meine, wir sind ja auch im Urlaubsort eigentlich, wir haben ja viel zu bieten mit der Altstadt und die alle aus Villingen hierher kommen, wie schon erwähnt, die wollen auch mal mit dem Fahrrad hierher kommen und was hier geboten wird, ist eine Katastrophe. Ja. Wir sind, danke für die Frage, wir sind dran, Radwege zu schaffen. Allerdings, gerade zum Beispiel im Bereich der Altstadt, ist es relativ schwierig, enge Straßen, wenig Gassen, muss man eben gucken. Aber wir werden, und wir nennen uns ja mittlerweile auch Fahrradstadt, wir nennen uns Green Trail mit, ich sage jetzt mal, dabei. Und da werden wir definitiv mehr Radwege machen. Ich möchte auch gerne die Ortschaften noch mehr mit einbeziehen von Mallinghausen, das stimmt. Einen wunderschönen Radweg. Wir haben auch von Goldhausen,
ich sage jetzt mal, da nutzen, da brauchen wir keinen Radweg zu bauen, da haben wir diese Straße, die quer runter geht, die Goldhäuser wissen es. Wir haben diverse Sachen, wir müssten das alles gucken und dann, ich sage jetzt mal, zusammenlegen. Das heißt, wir sagen, okay, da ist ein Radweg und da ist ein Radweg, weil welches Verbindungsstück fehlt, um hinterher ein komplettes Netz zu haben. Da ist die Stadt Korbach dran, das kann ich als Magistratsmitglied einfach auch sagen. Und ich glaube persönlich, dass auch das Thema in 2-3 Jahren kein Thema mehr ist. Aber ich werde mich daran einsetzen und werde das genauso weiterverfolgen mit viel Dampf und natürlich auch hoffentlich dann auch mit dem gewünschten Erfolg, dass die Leute mit dem Rad auch mal nach Korbach zum Einkaufen kommen auf dem Flohmarkt. Hallo, mein Name ist Günter Brüher. Ich habe mal eine Frage auch zu dem Fahrradfahren. Also eine Frage zu dem Fahrradfahren auf dem Bürgersteig. Ja. Das ist für Fußgänger manchmal sehr, sehr gefährlich, hier über den Bürgersteig ein Fahrrad zu fahren werden. Ob da nicht mal was hinterfragt werden könnte. Das zweite Thema ist mit dem Auto laufen lassen im Stand. Was? Das Auto laufen im Stand. Ja. Die setzen sich rein, machen Handy ein. Warten, bis die Scheibe frei ist, für die Umwelt wunderbar. Oder sie sitzen drin, essen einen Döner, sagst du hinten. Als Wort hast du gesagt, zu dem Thema kann da nicht mal ein bisschen mehr getan werden. Es sind zwei Themen, die, ich sage jetzt mal, direkt vielleicht nicht den Bürgermeister betreffen. In dem Falle, dass er sich da jetzt hinstellen kann und kann diese Leute natürlich ermahnen oder irgendetwas tun. Aber man kann natürlich mit den Ordnungsamtmitarbeitern da, ich sage jetzt mal, ein bisschen Sensibilität machen und diese Leute dann auch gegebenenfalls anweisen, wenn es häufiger vorkommt. Beim ersten Mal bin ich wirklich auch eher bei dem Thema ermahnen. Aber wenn es ist, dann muss man eben auch mal eine Gebühr oder eben auch mal eine Strafe machen. Dafür haben wir im, ich sage jetzt mal, Gebührenkatalog mit Sicherheit auch Geld drin. Aber da fehlt mit Sicherheit auch die Anwendung. Aber wir wollen eben auch nicht direkt immer mit der großen Keule, nur weil man weiß ja nicht, wie lange ist der jetzt schon da drinnen. Also deswegen ist es schwierig. Wir haben auch Menschen, die fahren falsch rum mit dem Auto oder mit dem Fahrrad in die Einbahnstraße oder auf dem Radweg. Wenn das gesehen wird, dann wird es auch vom Ordnungsamt definitiv bestraft. Ja. Ist so? Okay. So, ich wollte zum einen sagen, wenn die Parkgebühren November, Dezember, Januar entfielen, dann hätten die Leute vom Ordnungsmitarbeiter und so weiter nicht nur Zeit weiter zu gucken, sondern das sind eben auch genau, weil das die dunklen Jahreszeiten sind, die, wo es am wichtigsten wäre, dass sie aufpassen können. Das ist der eine Punkt. Das zweite war die Telefonzelle am Marktplatz. Ja. Die ist im Augenblick die ganze Zeit wieder geschlossen, weil es da Leute gibt, die durcheinander machen. Und es gibt sehr viele Menschen, immer wenn ich vorbeikomme, sehe ich, dass da jemand gern bei der Telefonzelle sich Bücher oder auch Kleidungsstück holt. Und da wäre auch eine Videokamera richtig wichtig. Denn warum soll, weil ein oder zwei Personen Blödsinn machen, alle anderen, die ein Interesse an den Büchern und Kleidungsstücken haben, auf diese Weise bestraft werden. Und der dritte Punkt war, es ging um die Ordnung. Ich leider haben der Dennis Weizen und ich bisher nur eine einzige Schule gefunden, nämlich die Schule am Ensertor, wo wir alle 2-3 Monate mit den Kindern vormittags durch die Stadt gehen und Kippen aufsammeln. Und das Tolle ist nicht nur, dass dann weniger Kippen da sind, anderen Müll auch, aber die Kippen sind das meiste, dass nicht nur weniger Kippen da sind und das Wasser dann eine bessere Qualität hat, sondern die Kinder lernen auch was. Die haben jetzt im Laufe der Monate so richtig toll gelernt hinzugucken. Und es hat sogar mal einen Fall gegeben, dass eins von den Mädchen, 3. Klasse, jemanden gesehen hat, der seine Kippe gerade hinschmiss und sie ist tatsächlich hingegangen und hat gesagt, so geht das nicht. Und er hat es nett und brav weggetan und den nächsten Papierkorb getan. Also, dann kommt ja dazu, dass die Kinder hingucken und sie selber und auch ihre Eltern und auch Verwandte, mit denen sie mal irgendwann rumlaufen, die werden bestimmt keine Kippe oder irgendwas mehr hinschmeißen. Und deshalb habe ich noch einen kurzen Appell, wenn jemand noch eine andere Schule kennt, wo irgendeine Klasse bereit ist, es sind immer 2 Leute von uns, die mit dabei sind. Und wenn jetzt mal irgendwelche Lehrer oder so fehlen, dann könnte man schön mal 2 Stunden durch die Stadt gehen. Und dann würde man das tun. Ja,
Herzlichen Dank für diese Punkte. Es war jetzt keine direkte Frage dabei. Deswegen lasse ich es einfach mal so als Appell stehen. Und ich denke, jeder macht sich da seine Gedanken und hoffentlich ist jeder von uns, und ich glaube, hier im Raum sitzt keiner, der irgendwo irgendwas in die Natur schmeißt. Aber wir werden uns daran, ich sag jetzt mal, orientieren. Und vielleicht kriegen wir das dann auch in den Griff. Das wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir. Jetzt würde ich Ihnen noch anbieten, zu diversen Themen, wenn Ihnen irgendwas heute Abend zu kurz gekommen ist, wo Sie sagen, ah, ich bin heute Abend hier hingekommen, aber das Thema fehlt mir noch, dann würde ich das gerne noch machen. Ein Thema habe ich noch, das würde ich als allererstes ansprechen. Vorhin habe ich das Thema Krankenhaus angesprochen. Wir haben hier ein Krankenhaus, das ist Notfallstufe 2. Das bedeutet, dass wir hier, ich sage mal im Landkreis, das beste, ausgebildetste Krankenhaus in der ganzen Region haben. Also da kann Arolsen, Bad Wildungen, Frankenberg alle nicht mithalten. Aber wir müssen dieses Krankenhaus auf diesem Stand halten. Wir müssen dafür gutes Personal finden. Wir müssen dafür, wie die Stadt Korbach gerade gemacht hat, auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wir müssen dort aktiv werden. Nicht nur die Schwesternschule fördern, damit wir genug Pflegepersonal haben, sondern gut ausgebildete Ärzte, eine moderne Technik. Und mein Wunsch, und da werde ich mich auch für einsetzen, das können Sie mir glauben, ist wieder ein zweiter Kinderarzt hier in Korbach. Denn eine Kreisstadt braucht unbedingt einen zweiten Kinderarzt. Auch andere Ärzte sind vielleicht, ich sage jetzt mal, Augenärzte oder andere Dinge, bräuchten wir. Aber es trifft meistens die Erwachsenen und denen muss man manchmal auch zumuten, da ein paar Kilometer vielleicht zu fahren. Aber bei den Kindern gibt es da für mich keine anderen Themen. Und ich muss auch sagen, bei dem Thema, die Geburtenstation ist mit Sicherheit die unrentabelste Station, die wir im Krankenhaus haben. Aber falls ich Bürgermeister werden sollte, werde ich Ihnen versprechen, die Geburtenstation bleibt in Korbach. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute mit einer hochschwangeren, gerade gebärenden Frau nach Paderborn, Kassel oder Marburg fahren müssen. Das müssen wir hier in der Stadt halten. Das ist wichtig, das ist zukunftsorientiert. Und das finde ich auf jeden Fall noch als letzten Punkt, den möchte ich noch setzen. So, und jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen oder Themen, die heute Abend noch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich habe es absichtlich ein bisschen kürzer gemacht. Ich denke, es passt. Gibt es Fragen oder Wünsche, vielleicht auch irgendwelche Anregungen, dann wäre ich jetzt gerne dafür bereit. Ist das nicht der Fall, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn der ein oder andere mir noch ein kleines Feedback oder Ideen oder Anregungen hinten in die Box schreibt. Sie haben alle den Blog vor sich liegen, da können Sie gerne was draufschreiben. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Kommen Sie gesund und gut nach Hause. Und ich werde draußen im Foyer noch ein bisschen sein. Und da können Sie mich gerne auch noch privat fragen, sodass ich dann für Sie auf jeden Fall da bin. Herzlichen Dank.